Die ist grün, gell? Ist nur gelb. Und der ist blau. Der, glaube ich, mag. Ist. Mal sehen. Hallo. Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation. Gales Spiegelbild. Suitable locale. Okay. Na dann, let's go. Simply follow yonder path and soon you will find him. Okay. Dann rasten wir wohl lang und er wird uns finden oder auch nicht. Da, okay. Ein nächtliches Intermezzo in einer privaten Umgebung mit Gale. Da bin ich ja gespannt. Wie Gale das jetzt wird. This time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness, when you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. The timelessness of lovers. That most beautiful of fantasies. Kamera? Ich wollte nur kurz Licht anmachen, weil es mir ein bisschen dunkel wird. Setz mich wieder, okay. Ja. Moment, der Verlauf war. Dialogverlauf, die Wege der Ewigkeit, die Zeitlosigkeit der Liebenden, die schönste aller Fantasien. Ich will aber jetzt mit ihm eigentlich keine Liebesbeziehung anfangen. Ich habe das mit Schattenherz angefangen, glaube ich. Glaube ich. Heute ganz besonders philosophisch. Geht es euch gut? Warum habt ihr mich gerufen? Ich fürchte, dass alles nur in eurer Fantasie gibt. Dass es Atemraum geht, ist dieser Sternenhimmel euer Werk. Ich frage, ob es ihm gut geht, weil er besonders philosophisch ist. I will be. Soon. I am perhaps just one hard day away from being without any troubles at all. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty and wonder. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Ist es wirklich euer Wunsch für das Versprechen von Mystras Vergebung sterben? Eure Bürde ist schwer, aber ihr seid ihr gewachsen. Denkt an all das Gut, das euer Opfer bewirken wird. Also ging es nur um euch. Wie viele werden sterben, wenn ihr das Ding in eurem Inneren entfesselt? Habt ihr keine Angst? Wir glauben, dass das Ende sein wird. Wir finden einen anderen Weg. Ist das wirklich euer Wunsch? Wenn es ein Wunsch ist, ist es ein Wunsch. Für das Versprechen von Mystras Vergebung sterben. Babel Crone. Coward or hero, death is assured. Mistress' forgiveness is not. If you knew the end was near, would you not want to ensure it had meaning? Aber ich würde eigentlich noch einen anderen Weg finden wollen. Terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it. On my own terms. Dann stirbt man aber sehr früh, im Zweifel. Da könnte man sich Jahre rauben. Nicht in den Zusammenhalten, ihr müsst nicht sterben, ihr klingt entschlossen, wie euer weiteres Vorgehen aussehen soll. Eure Bedingungen aber anderer Leute leben. Was ist mit allen, die ihr mit in den Tod reißt? Warum seid ihr euch so sicher, dass es unvermeidlich ist? Ihr habt dieses Herz der Absoluten noch nicht einmal gefunden. Ja, das ist eine gute Frage. I feel it. Ever since we set foot in this strange, corrupted land. The closer we get, the heavier my own heart becomes. Stay with me a while, will you? Day will come all too soon. Even in this place. Ich gehe nirgendwo hin, ich bleibe an eurer Seite, was immer der Morgen bringt. Ich möchte... Ich bin selbst mal dazu, gute Nacht, Gale.
Boah, ich finde eigentlich schon ganz nett. Und ich würde gern alle Leute bei mir behalten, deswegen will ich ihn eigentlich nicht von den Kopf stoßen. Ich bleibe mal bei ihm. Ich hoffe, das geht jetzt nicht direkt in Knutschi Knutschi Tachi Tachi, aber hoffen wir das mal. Was immer der Morgen bringt. One moment with you could sate me for a lifetime and prise the fear from my heart. I'm so very glad you came to share this with me. I know this is all unreal, but I created it for you. You must know that you're very special to me. Okay. If things were different, if we were home, I'd have taken time to do things properly, to say it all better. But time is short. Ich fürchte, Gail, du verschwendest auch gerade ja ein bisschen Zeit. Genau, das tut mir leid. Ich erwidere eure Gefühle leider nicht. Sorry. I see. Well, perhaps this is for the best. Should my time be short, you will not be wounded. Nur weil ich dich liebe, heißt es nicht, dass ich dich nicht mag. Thank you. Vollidiot. For spending this time with me. I think I want to be alone now. Na, Vollidiot. Also, das finde ich ein bisschen schwierig, wenn wir dem Charakteren kein Beziehungslevel zwischen Knutschen, Vögeln, was auch immer, Intimität gibt und einfach, wir sind gute Freunde. Ich glaube, die Einzige, wo man das wirklich hinkriegt, ist Karlach relativ easy. Alle anderen sind, du liebst mich oder du hast mich gefühlt. Was irgendwie nicht so geil ist. So. Na dann. Lager verlassen. Jetzt müssen wir da wieder hochlaufen. Vermuten mal, es war dafür gedacht, dass du es alles in einem Rutsch machst. Ist halt ein bisschen schwierig. Lesel funktioniert. Stimmt, bei Lesel geht's glaube ich auch okayisch, ja, das stimmt. Still alive, so that's progress. Okay, jetzt habe ich auch keine ausgekugelte Schulter mehr, das hilft auch. Kann mich hier auf den Thron setzen. Aber bei vielen anderen Charakteren ist es irgendwie. Ich glaube, vermutlich geht es bei Schattenherz auch, denke ich. Dass man das hinkriegt, dass die. Oder? Wobei die ist immer sehr, sehr merkwürdig. Wenn es so generell um Zwischenmenschliches geht. So. Wir speichern, wir sind vorbereitet. Let's go. Hallo, Catherick Thorne. You. What have you done? What have you done to me? Gebt euch, dann lasse ich euch vielleicht leben. Überzeugen, Melodia hat sich mehr für euch gewünscht. Catherick, hört auf und vielleicht gibt es eine. Oh. Oh. Bis 5 von Charisma. Dunkle Justizialmaske, Einschüchterungsübung. Ihr habt Nachtlied 100 Jahre ausgewählt, jetzt ist Schluss, daran seid ihr selbst schuld. So geht ganz gut, als ich ihre Liebesszene bekommen hätte, hat sie mir nur gesagt, sie glaubt nicht, dass Bezel mich gerne teilen würde. Ich bin hier, um euch zu vernichten. Ich versuche mit Melodia, das war ihre Frau, die eigentlich Seloniten und so, ne? Deswegen, das haben wir rausgefunden, ich hätte gerne den Bonus. Freunde brauchen wir, glaube ich, nicht. Versuchen wir das mal. Das sieht gut aus. Melodia hätte sich mehr gewünscht. Hört auf, dann gibt es vielleicht noch eine Erlösung. There is no redemption, can't you see? It is too late. If Melodia could see all I've done, she'd know. She'd know her husband died Isabel? Long ago. Oh, Isabel ist Isabel? Ist dein Kind? Unlike Isabel, he could not be brought back. Ich dachte, bitte wartet im Jenseits auf euch, kehrt zu Saloon zurück, dann werden eure Seelen wieder vereint. Ihr irrt euch, Catherick, für euch ist es noch nicht zu spät. Im Jenseits auf euch, kehrt zu Saloon zurück, dann werden eure wieder vereint. I wish it could be so. I do.
But the Moon Maiden did not intervene when my life was dismantled piece by piece. Das war eine Prüfung, wie alle guten Götter. When I tried to buy it back, it cost me everything. Everything. We are copper pieces in their belts. Tokens to be traded for scraps. You have beaten me, true soul. But the gods beat me first. Nicht zu spät, Kathy, eure Geschichte muss nicht enden. Kommt friedlich mit, dann verschone ich euch. Es ist nie langweilig, seine Feinde kauern zu sehen. Wir sind ja so ein bisschen Täuscher und Manipulierer. Von daher, ich sage das jetzt einfach mal, es ist nie langweilig, seine Feinde kauern zu sehen. Das Nachtleben. Rise, you dog! Retribution has come, and her sword is my sword. Warte, Catherick hat dich ergeben. Catherick Thorne would sooner die than lay down his rank cause. Isn't that right, General? I was a fool to hesitate. Power like mine cannot be hidden, cannot be cowed. But power like mine has a price. A price I am destined to pay. Er hat sich gerade gegeben. Es war doch alles gut geklärt. One last chance to bow. Once it's gone, I'll have no choice but to destroy you both. Do you hear? Bow! Oh, das ist Artefakt. Aber jetzt ist, glaube ich, kaputt, das Artefakt. Oder auch nicht. Jetzt ist es zurück. Prison. You've had it all this time. You worm. You will bow before me. Also ist das Artefakt eine Rolle spielt? Das wussten wir schon. Bow. You will break. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side. Die sieht ein bisschen epischer aus als wir, sind wir ehrlich. Oh. So, ihr seid aber Kanonenfutter so ein bisschen. Du bist nicht so sehr Kanonenfutter? Okay, wir haben ja sehr viel Kanonenfutter. Kriegsmund des Generals, der ist so okayisch. Aura des Hasses, Aura des Schutzes. Aura des Hasses bewirkt 5. Zum Schaden, der innerhalb von 3 Meter von Zauberwirkern Nackenangriff bewirkt wird, auch des Schutzes. Vom Rettungswurf mit Abstand von 2 Meter. Okay, den müssen wir irgendwie wegkriegen von allen. In seiner Aura. Der hat den Bonus der Aura, glaube ich. Oder hat er die Aura selber? Zustände: Feenblut, göttliche Gesundheit. Gegen Krankheiten immun, magische Ritterrüstung. Jener, der den Schaden 2 verringert, alles klar. Zauber, die Gestalten haben keinen Effekt auf die betroffenen Kreaturen. Sie hat einfach unsere Rettungswürfe gegen Zauber, die sie von diesem Effekt entfernen würden. Verbesserte göttliches Niederstrecken, Verteidigung, passives Merkmal auf die Rüstungstaste, wenn du eine Rüstung trägst. 22 AK, ja, RIP. Aber er hat keine Resistenzen. 145, das ist Stufe 11. Ach, der hat aber für Stufe 11 echt wenig Leben. Oder? Oder auch nicht? Nee, ich glaube nicht. Okay. Wir wollen mit dir auf jeden Fall anfangen. Glaube ich. Fuck. Komm nicht ganz ran, wir müssen also reinhüpfen zuerst. Jetzt kommen wir nicht ganz ran an den ersten Gegner, den wir hauen wollen. Dich. Ich kann mich, glaube ich, auch bluten lassen. Meine Stufe 12 Helden haben alle 100 Leben. So. Blutung und halb tot, sehr schön. Hier ist überall Sicht. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, hier Nebel hinzukriegen.
casten, dann kann der einfach erstmal nichts machen. Oder wir versuchen halt zu töten. Ich habe aber das böse Vermutung, dass der fette Zauber hat. Deswegen würde ich, glaube ich, ganz gerne erstmal hier dem schönen Nebel geben da oben, damit er keinen so einen Höhenvorteil hat. Und dann machen wir hier mal kurz hin und raffinierte Aktion verstecken. Und mal gucken, was wir da nächstes Mal machen. Ja, Tod ausbrüten wieder. Es könnten ein paar von denen machen. Jo. Ach, dammit. Aua. Hat sogar ordentlich zwei gegeben. Okay, wir haben auch einen guten Verbündeten, sind wir mal ehrlich. Okay, der Hund sprintet. Ich glaube, wir haben unseren... Ja, ist das Verstecken verloren. Der sprudelt auch. Okay, dann können wir den Nebel auch wieder auflösen. Da ist noch ein Tod ausbrüten. Da haben wir wohl unsere tödliche Befehle. Was macht denn tödlich? Oh. Leistend it is. Moment. Wir können es nur auf Stufe 3 machen. Leistend. Ne, jetzt können wir Stufe 4 machen, dann wird es 4 bis 32 Schaden. So. Zug beenden. Passivwerte sind an. Könnte ich jetzt versuchen, ihn wegzupassivieren oder wir machen Zerbersten auf ihn? Oder auf die? Denn wir hatten doch... Das ist doch Dunkelheit, ne? Gleichzeitig blind und erleiden Damage. So, wäre es wahrscheinlich relativ smart, wa? So. Und dann Nebel schritten wir wahrscheinlich nochmal von dem Hund weg. Weil der nächste Runde dran ist. Da darf ich nicht hin Nebelschatten? Da darf ich hin Nebelschatten. Moment. Yes. Oh, bin ich immer noch blind. Fuck. Das dachte ich nicht, dass ich blind bin. Dann muss ich den Nebel nächste Runde ausmachen. Mondstrahl. Batz. Das Ding muss aber eigentlich mehr. Sterben. Der Mondstrahl ist auf 4. Folgt ihr. Das ist ja spannend. Okay. Dann spalten. Habe ich beide? Ja, oder? Ich will das Ding kaputt machen, bevor das irgendwie Sachen macht. Du bist blind, ne? Und sie ist nicht blind. Das ist ziemlich awesome. Dann würde ich sie, glaube ich, genau an der Stelle stehen lassen. Oder vielleicht noch dahin gehen. So. Muss ein Vorteil sein. Verschwinde, könnte mich ein. Und wir haben den senkenden Strahl. Wir können den hier drauf machen. Hier drauf. Und noch so. Da sind ein paar zerlegt worden. Sehr schön. Stecken wir uns wieder. Oh, hat nicht funktioniert. Ups. Der Hund ist halt jetzt. Göttlicher Schlag, Gift, Reaktion. Ich glaube, Giftschaden ist nicht sinnvoll. Nicht reagieren. Kriegt aber einen Slap ab. 0-0. Verängstigen. Uch. Ganz viele von mir verängstigt. Natürlich, Befehle haben sich geändert.
Verängstigt heißt, ich darf, kann sich nicht bewegen. Verängstigt Kreaturen sind außerdem bei Attributs und Angriffswürfen im Nachteil. Okay, kann sich nicht bewegen. Und das Untote verscheuchen ist tatsächlich nicht so sinnvoll aktuell. Nachteil, Nachteil. Ja, jetzt ist halt. Darauf können wir es machen. Haben wir noch einen rausgenommen, sehr schön. Unsere Waffe gibt's noch. Die kommt, glaube ich, auch noch halbwegs ran. Ach fuck, ich habe den Nebel nicht aufgelöst. Kann ich den Nebel noch auflösen? Ja, kann ich fallen lassen. So. Hunger von Hadar. Trifft, glaube ich, noch ein bisschen. Blitze? Blitze, I guess. Konzentration, Blitze herbeirufen. Jetzt ist der Hunger von Hadar natürlich dadurch weg. Oh. Könnte ich hier was aus der Truhe holen, was mir uns hilft? In dem Kampf. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da brauche ich eine Aktion für, ne, oder? Nee. Haha, dann bin ich nämlich in der Dunkelheit, dann treffe ich mich vielleicht schlechter. So, und du hilfst mir hier wahrscheinlich mal am besten mit dem hier. Damit du nicht so dahin laufen kannst. Schlau verängstigt. Kritischer Fehlschlag. Und dann einen ordentlichen Hit. Da ist einer tot. Fehlschlag. Fehlschlag. Hä? Kein Absatzangriff? Fehlschlag. Okay, das ist aber. Ah! Ein Hit ist noch relativ okay. Moment, Catherine. Ah, ne, wir sind verängstigt. Wir können gerade nicht auf Catherine Form drauf. Haben wir irgendwas anderes? Die Granate zum Beispiel. Können wir die so werfen, dass wir. Die hat sehr viel Reichweite. Die hat aber eh Feuerwiderstand. Oh, die hat er nicht. Können wir Alchemistenfeuer machen? Das explodiert aber einfach nur. Agibanöl. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Flasche, die Freunde und Feinde enthalten kann, macht vermutlich Asteris zu Letzterem. Ja. Öl des Brandstifters. Pfeil der Säure. Ich glaube, ich mache einfach einen normalen Angriff. Stinknormalen Angriff gegen das, um überhaupt meine Sachen aufrechtzuerhalten. Haben wir noch Gegner hier in der Nähe? Nee, ne? Haben den da oben noch? 42 und hier habe ich 56, weil ich im Nachteil bin wegen verängstigt. Crit. Okay, will ich jetzt noch ein Öl drauf machen? Drowgift. Vergiftet und schläft ein. Öl der Verkleinerung, Öl der Präzision. Ja, mach mal. Scheiße, haben wir das jetzt auf die falsche Waffe gemacht? Da haben wir das Öl der Präzision auf die Fernkampfwaffe gemacht. Das ist natürlich nicht so smart. Also, alles andere ist smart. Sehen wir da mal ehrlich. Immobil verängstigt, hohe Verteidigung. Und wie viel machen wir pro 3D4? Also 1 bis 4. Nice, haben wir noch ein weniger. Und der hat.
Achso, weil er weniger Damage kriegt, ne? Moment, das ist ein heiliges Feuer. Mit 1d4 Gleisen pro Zug. Oh. Heiligschaden mag der wohl nicht so. Habe ich so das Gefühl. Wir dürfen uns aber nicht bewegen, wir dürfen uns aber nebelschritten tatsächlich. Nehmen wir, schritten wir uns mal dorthin. Und das war's. Nice. My lord beckons me. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. Isabel. Oh, hallo. Was willst denn du mit dem Engelscheiß gegen so einen Tentakel machen? Bist du doof? Scheiße? Das sieht nicht gut aus. Oh oh. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? Wo ist er denn jetzt? Sustera ist tot. Da steht der Typ. Wir müssen wohl da rein. Aber Catherick Thorne ist abgehauen. Also, es tut mir leid. Aber an manchen Stellen haben sie Logiksprünge, Lücken nicht erklärt. Also, das ist doch... Lass ihn doch wenigstens von dem Tentakel selber wegtragen oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber doch nicht einfach random irgendwas. Also, jetzt ist da wieder so ein Punkt, wo einfach es nicht sinnvoll erklärt wurde, warum. Noch einen anderen Gegner? Ich habe noch einen anderen Gegner, ne? Wo ist denn der? Da. Zwölf gekriegt, nice. Ich glaube, dich brauchen wir nicht mehr. Ja, genau, dass er auch weg wurde, weil ist jetzt für mich war so ein, okay, wo ist er? Und vor allem, was ist hier alles umgefallen? Also, das war auch nicht so ersichtlich in der... in der ganzen Geschichte. Moment, kann ich hier irgendwie durchschießen? Nur wie verängstigt. Ich hatte doch gerade hier irgendwie, wie ich durchschießen konnte. Anscheinend nicht. Ist natürlich doof. Uns mal unsere Aktion, weil wir eh nichts machen können, dafür. So, wir dürfen uns immer nicht bewegen. Deswegen, Pew. Das habe ich mir schon fast gedacht. Die Schriftrolle ihres Ruhms. Ein belehrendes Schreiben für Silo der Absoluten, die eine Audienz erhalten. Gesehen zu werden ist bekannt zu sein. Und ihr bekannt zu sein ist vollkommen. Befreit euren Verstand von allen Schleiern. Nichts kann in ihrem blinden Blick, entgehen. Es wäre also töricht, Geheimnisse vor ihr zu haben. Alles, was ihr habt, jedes Fragment eures Seins gehört ihr. Im Gegenzug wird euch ein Fragment ihres Seins angeboten, ein Splitter der Verkommenheit, fest verankert in eurem verständnislosen Verstand. Wir sind immerhin wahre Seelen und der wahren Seelen gehört ihr. Was ich nicht ganz verstehe, aber wir hatten ihn doch eigentlich schon so weit, dass er aufgeben wollte und dann hat sich alles geändert, wo ich gesagt habe, hey, ist cool, Leute knien zu sehen. Und dann ging es in den Berg runter, aber ich... Ist das jetzt wieder so ein Ding gewesen, du hättest perfekte Optionen wählen müssen, damit das klappt und ansonsten bist du einfach gelitten und am Arsch? Weil er Dame Aiden gesehen hat. Okay, hätte ich, also die darf ich nicht befreien, damit da was anderes passiert, okay. Ja gut, aber ich wollte sie ja befreien, das war Teil meines Deals, aber sie ist jetzt eh tot, oder? Ist das richtig verstanden? Nee, sie wurde wegteleportiert.
Die lebt noch. Bist du? Du hast aber nicht mitgekämpft, Jahira. Nicht ganz klar, was du jetzt hier oben machst. Hast du gehört, dass das Dinge passiert sind, oder was? Stera, die hat noch so ein Ding. Die hat noch einen Knochenschlüssel. Ja. Nachricht von Gortash. Haben wir noch eine Nachricht von Gortash? K. Meine kurze Nachricht. Ich musste voller Bestürzung erfahren, dass eure Einsatztrupps das Artefakt nach wie vor nicht beschaffen konnten. Indianke scheint auch hinter ihm her zu sein. Ich habe euch bei der Gelegenheit noch mehr zu sagen, aber eure Truppen dürfen ich diesen Gegenstand auf gar keinen Fall wegschnappen lassen. Wir brauchen jetzt vielleicht nicht einstecken, die Notiz. Wein ist mal was zu essen, das nehmen wir mit. Nochmal Wein. Nochmal eine Reserve, das ist bestimmt auch hübsch. So, Flaschenregale. Nichts drin. Bücherregale. Kommandische Kodex und ihre Regeln. Stempel auf den Vorsatzblättern weisen darauf hin, dass dieses Buch einst zur Bibliothek der Hohen Herolde gehörte, als diese Türme Untergang besetzt hielten. Hier ist jetzt einfach so der Bibliothekar. Sehr alte, gelehrte Abhandlungen über obskure nekromantische Bücher und Kodex, ihre mystischen und arkanen Schlüssel und wie man sie aufschließt und ziffert. Zum Schluss ergänzt der Bibliothekar folgende Anmerkung. Dringliches Ersuchen des Forschers Elon Toth, dieses Buch auszuleihen. Offiziell abgelehnt. Das angegebene beiläufige Interesse an der berüchtigten Nekromantie von Tai ist ein eindeutiger Warnhinweis, dass sein Interesse alles andere als beiläufig ist. Jedenfalls ist es nicht einmal das Buch, das er wirklich will. Er hat es eigentlich auf den tarchiatischen Kodex abgesehen. Okay. Runde Flasche, ein Knochen, schwarzen Tentakel. Ja, bei nächster Gelegenheit mache ich die etwas schwarzen Tentakel mal raus. Die scheinen auch nicht der Beschreibung zu entsprechen. Entsprechend ist das irgendwie Quatsch, die beizubehalten. Halt, da ist noch was zum Looten. Loot. Oh. Loot. Ah, ich glaube, wenn sie in der Dunkelheit ist, dann hat sie halt einen Buff. Deswegen hat sie dieses komische schwarze Puppeln um sich rum. Es kommt von dem Helm, den sie anhat. Sie hat auch einen Buff, wenn sie von Dunkelheit verschleiert ist. Ich glaube, deswegen kommt dieses schwarze Rumbubbeln da. Den habe ich auch nicht gelootet. Habe ich es verstanden. Ja. Habe ich ein bisschen lang gebraucht, sorry. So. Keep your distance, Astarion. Oh, ne. Will direkt. Please. Hardly a challenge. Ich habe plus 15, wenn ich will. Bin ja nicht mehr glücklich, weil ich jetzt eine lange Rast mache und nicht gefuttert. Aber ich schaffe das locker trotzdem. Aber trotzdem darf der Anführer looten. Ich hab Vorrang. Ermahnung des Auferstandenen. Oh, es könnte doch was sein, was mir geholfen hätte. Unterwirf Untote mit deinen Befehlen. Ghoulhand. Schlage mit tödlichen Klauen zu und lähme das Ziel möglicherweise. Wenn Kalach noch nichts hat, würde ich das, glaube ich, hier ganz gerne geben. Weiß nämlich gerade nicht, was sie hat. Wenn ein Kreatur tötet, ist nichts angreifen, kritischer Treffer. Das ist ziemlich nice. Er kann nicht schockiert werden. Gewährt Resistenz gegen Blitzschaden. Ja. Ich glaube, ich will dir die Ghoulhand geben. Potenziell. Bei dem hätten wir auch, glaube ich, Giftgut einsetzen können, tatsächlich. Weil der nicht giftresistent war, aber... Der war auch jetzt gar nicht so schwer, tatsächlich. Das ist irgendwie... Okay, die sagen jetzt gleich, wir sollen da runter bestimmt. Wollen wir wetten? Oder wir sollen aufpassen, wenn wir da runter gehen. Da gibt es ganz schlimme Sachen. Brennt irgendwas. Hier ist noch ein Katapult. Aber wir haben ja gar keine Sicht mehr auf irgendwo hin. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Hallo? Lumi findet es übrigens unfassbar nervend, dass man nicht rennen kann in dem Spiel. Ich meine, das ist das, wo wir hochgekommen sind, oder? Was es halt nur weggecuttet hat dann. Instant in die Zwischensequenz. So wie ich das verstehe. Hier sind noch ein paar kleine Sachen. Nichts Spannendes, glaube ich, zum Looten. Ja, dann... Das sieht alles nicht so spannend aus zum Looten. Dann let's go in den Abgrund. Ich habe noch... Du hast noch Zauberplätze, du hast auch noch ziemlich viel.
Reicht mir ein Zauberplatz für mich. Ansonsten haben wir keinen Grund zu rasten eigentlich. Ich hoffe, ein Zauberplatz reicht für mich. The General will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. Lumilos. That thing he summoned was illicit. Follow it below and find him. Before he has a chance to subdue the Night Song again. Wollte nicht sehen, wie es endet. I certainly do. Wisst ihr, was uns erwartet, wenn wir ihn finden? Glaubt ihr wirklich, dass eure Soldaten eine ganze Armee zurückhalten können? Theory and supposition. None of which will help us in the fight to come. Ketherick must die. And the Absolute with him. We will work out the details. Aber Ketherick scheint jetzt nicht derjenige zu sein, der alles unter Kontrolle hat. Er scheint auch wieder ein Opfer zu sein. Dann beleidige mich doch, wenn du sehen wollt. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force. Ich müsste Platz in der Party haben, um sie mitzunehmen. Good hunting. Okay, ich müsste Platz in der Party haben, um sie mitzunehmen. Dann könnte ich sie aber sogar mitnehmen. Wird gespeichert. Jahira, du magst die? Ich finde die irgendwie ein bisschen unsympathisch, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht mein Favorite Character. Sie ist sehr pragmatisch und so weiter, aber ist nicht mein Favorite Character. So, jetzt die Frage, mache ich ja doch nochmal, damit ich die beiden Schuhe 4 auf Zauberplätze habe? Ansonsten muss ich halt alles... Wobei, ich kann auch hier, ich habe noch ein paar andere Optionen. Willst du hineinspringen? Ja. Das entstand, als es in Tage, ja, will ich. Let's go. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Ich war ja schon da unten. Also, kommen wir jetzt nicht ganz unbekannt vor da unten. Sieht 110% sicher aus. Ja. Where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. Ah, der Traumbesucher, unser Wächter. Let's see. Verjüngung des Masma. Wenn Zaubertote beleben, ist durch den nekrotischen Gestank in diesem Bereich kein Leichnam erforderlich. Oh, scheiße. Aber Tote beleben haben wir auch. Und wir haben übrigens Kratzer gar nicht geholt bis jetzt. Für den Zauber Tote beleben ist kein Leichnam notwendig. Ja, das ist eine Info, die ich gar nicht wissen will. Okay, ich bin nicht gut im Nahkampf. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Telepathic storm has become a tempest. Something's on my mind. Intellekt verschwunden. Okay, die sind uns erstmal nicht negativ. Die wollen uns hier haben, glaube ich. Okay, spannend. Die Viecher wollen uns hier haben. Die Ältesten. Okay, wir sollen antworten, die Älteste ruft. Geh da sogar hin. Wait. Ich will erst kurz ein bisschen erkunden. Wir sagen mir nicht, dass jetzt Kratzer da reinrennt. Nee, Kratzer rennt nicht da rein. Und eine Runenscheibe. Verwenden? Reihe von Punkten in Kolonien. Fragmentische Berichte einer Kolonie im Unterreich verteilt. Einer handelt von einem Aufstand. Sklaven, die aus dem Kampfarenen ausbrechen, will wackelnde Elitiden herfallen. Seems I can understand the Lithid script. Thank you, Turbo. Man kann das wohl dann doch lesen. Habe ich bei den anderen Sachen gar nicht gemacht. Spannend. Wie wir zu werden. Hey. Tür aus Fleisch. Hier scheint ja gerade wenig gegen uns zu sein. Deswegen gucken wir uns einfach mal alles an. Was geht denn hier so ab? Hallo. Fleet of Nautiloids. How many true souls have passed through this place? Da kann man Sachen machen. Frischer Verstand. Was? Undurchsichtiger Behälter. Weidekorb. Hasen.
Das erinnert jetzt wieder sehr an den Anfang. Wir könnten hier auch irgendwie Sachen machen mit dem Neuralapparat. Können wir auf jeden Fall mal eine Runde uns heilen. Also ich sehe hier schon sehr sicher. Abstieg. Plattform ist schon hier. Dann nehmen wir doch mal die Plattform. Ich vermute mal, ich bin jetzt zu früh an der Stelle. Ich glaube, hier soll ich hin, oder? Katazarias Besitz von den Türmen des Mordorfsgangs. Vielleicht können wir dann da doch zuerst mal hin. Weil Zarya war ja doch die Aelin war, oder? Die brauchen wir, glaube ich, tendenziell. Oder die wollte ich ja retten. Da habe ich mich ja für entschieden. Halt mal die erstmal. Zariel war will. Achso, stimmt. Ja, das war. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Das war, wo wir rausverhandelt haben, dass. Ja, ja. Dass Will aus seinem Pakt kommt. Stimmt, danke, Xan. Zariel war Wills Paktgeber. Oh. Die mögen uns nicht. Zombie. Flügel der Hakenschrecken. Das sieht nach einem Ritualort aus. Nach vielen Ritualorten, holy shit. Wir gehen erstmal kurz die Quest für Will erledigen. Uff. Hier sind auch noch Mindflayer. Hafenzentrum. Mindflayers and civilians. Side by side. This must be where they infect and transform those they kidnap. Die sind schon transformiert. Transformiert, hier ist noch jemand. Und wen sollten wir retten? Zariels Besitz. Das müsste ja eigentlich der Tiefling sein, oder? Begleiter, Klinge der Grenzen. Wir suchen tief in den Türmen des Mondesgangs vorgedrungen. Wir sollten uns gründlich umsehen. Die Teufelin, die wir für Misora retten sollen, muss in der Nähe sein. Das ist eine Teufelin, okay. Okay. Frage ist, ist es die jetzt hier? Direkt? You remember the shattered windows of Alterel's High Cathedral? The burning black sky of Avernus beyond. In its horror, the blood war unites you. Tiefling, dwarf, and elf alike huddle behind the shields of your paladin order, waiting for salvation. But when it comes, disunity, the returned city casts your people out, the devils who drag them down to hell. In the end, it is not your paladin oath that is broken, it is your faith itself. Okay, da ist irgendein Paladin hier drin. Aber ich kann die nicht befreien, ne? Ich kann hier nur mit den interagieren. The shattered windows of Alterel's High Cathedral. Ha. The burning black sky of Avernus beyond. Ich muss irgendeine andere Option finden. Moment, das vielleicht? Tiefling, Dwarf and Elf alike. Natroidenapparat. Your tadpole forms a telepathic connection with the device. And a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet alithid, terrified, desperate to escape. Moment mal, die kennen wir doch teilweise, oder? The device is open to your tadpole's command, to your authority. Freilassen, läutern? Was ist denn läutern? Oh, jetzt würde ich gern wissen, was das bedeutet genau. Freilassen lasse ich alle frei, demnach. Pürchen heißt töten, vermute ich mal. Also, ja, wenn du Pürchen sagst, Pürchen wäre für mich eher, wir killen sie. Diesmal sagen wir lassen frei, wenn wir Leute freilassen sollen. Ist Tarion uns nicht einverstanden.
So. Alle in dem Blackdorf gepirscht hat. So. Wir haben jetzt Gedankenschnitt, die sind ziemlich eklig. Jetzt sind auch die Intellektverschlinger negativ auf uns zu sprechen. Wir haben aber hier Panzerhandschuhe. Die haben natürlich keine. Ist ein Ork, der natürlich. Oh, das hier drüben sieht schlecht aus, sind wir mal ehrlich. Zephlor, den haben wir schon mal bekannt. Okay. Lass uns mal kurz das nehmen und bitte hier hingehen. Dann kann der den, glaube ich, einfach one-tappen. Mit dem. Yes, danke. Kannst du den futtern? Den kannst du sogar den futtern. Make it hurt. Du bist auch wieder happy. Oder auch nicht? Bist du nicht, wenn du Gedankenschinder frisst, bist du wohl nicht happy. Dann würde ich sagen. Dafür brauche ich eine Bonusaktion und Aktion, ne? Dann gehst du mal hier hin und versuchst den zu plätten. Hat keine Resistenzen. Energie, Feuer. Energie, Feuer. Erbe von Avernus. Brauche ich dafür. Kann ich einmal pro lange Rast machen, ne? Das auch. Yes, nice. Bluten können wir auch noch lassen. Sehr schön. Du bist auch fertig. Und wir haben noch ein paar Leute gerettet. Okay, du bist ja nicht so smart anscheinend. Okay, never mind. Er hat aber haut gut zu. Ja. Was mache ich denn jetzt damit? Okay, ich habe aber meinen. Wir haben aber keinen kleinen Rast gemacht. Wir haben es einfach wieder gekriegt. Freunde, du kannst mich Karten gegen eine nicht feindlich gesinnte Kreatur Vorteil. Ja, nicht feindlich gesinnt ist schwierig. Lage? 49%. Vampirgriff? 70%. Dann würde ich mich heilen. Das brauche ich halt aktuell nicht. Ich könnte Leute langsam machen. Ich glaube mehrere tatsächlich. Aber ob die langsam werden, ist eine andere Geschichte. Rabellas Schatten verstricken. Verstrickt Untote und Schattenkreaturen. Das geht bei dem nicht. Der Feuerpfeil ist irgendwie Quatsch. Magiehand auch. Dornenpeitsche auch. Tote beleben könnte ich natürlich tun. Hier müssen wir selber widerstehen. Hier sind aber deutlich mehr Gegner als Nicht-Gegner. Wenn wir das dahin machen, können wir ihn erwischen, aber auch die anderen drei. Können wir vielleicht ihn versuchen auch zu retten, weil ich denke, wenn die beiden Mindflayer da... Was müssen die für einen Rettungswurf machen? Kennst du den Vorteile? Automatisiere. Weißer ist Rettungswurf. Sind Mindflayer in Weiß? Die sind, glaube ich, eher Intelligenz als Weisheit, oder? Probier das mal damit. Glaube ich, alle hier geschafft, nur dass die hier sehr, sehr geil. Ja, sehr geil. Trifft, glaube ich, sehr genau. Ich gehe mal einen Schritt weg, damit wir hier nicht alle so auf dem Haufen stehen, glaube ich. Okay, die räumen aber auch ordentlich auf, die Jungs, die wir hier befreit haben. Habe ich so das Gefühl. Ja, beiß ihn. Damit. Jetzt kommen die Mindflayer leider. Lul, der hat einen betäubt und 25 psychischen Schaden. Aua. Aua. Ja, das ist genau das Problem, was ich vermutet habe. Das ist genau das Problem, was ich vermutet habe. So, wir haben aber jede Menge Zauber, deswegen. Hey, 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 hey.
Untote vertreiben ist Quatsch. Ansonsten haben wir nur Abbild beschwören. Was nicht so gut funktioniert, weil nicht alles konzentriert ist. Ja, versuchen wir mal zu hauen. Göttlicher Schlaggift müssen wir auch noch. Durchbohrende Schlag. Ach stimmt, die hat wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich Konzentrationsrettungswürfe natürlich. Aber ich hätte wahrscheinlich. Ja, ich hätte das machen sollen. Der wäre auch blutend. Dann wäre auch blutend gewesen, aber der haut zu, wenn ich hier abhaue. Es gibt auch neutrale Intellektverschlinger. Das ist ja spannend. Ja, Pix Pix. Motherfucker. Könnt direkt noch einen Pix Pix hinterher machen hier. Warum gibt es neutrale Intellektverschlinger? Holy shit, ey, der haut zu. Das verstehe ich nicht ganz. Aber es gibt welche. Auf jeden Fall jede Menge XP wieder. Geil. XP. Den kann ich nur auflösen? Nee. 4 Damage. Läuft. Ach gut, jetzt hätte ich nochmal 24, wäre bitter gewesen ins Gesicht. Au. Er hat aber auch irgendwie seinen eigenen erwischt. Da von mir ist niemand gestorben. Bin halt nur betäubt. Bin halt nur betäubt. Der ist tot. Oh, der hat seinen eigenen Gedankenschöner gekillt. Hä? Bin verwirrt. Klaffende Wunden. Die tauschen wieder? Okay. I guess. Der scheint der Fiese zu sein, der fiese Möb. So, das ist ein Untoter. Spalten ist halt Quatsch. Machen wir einfach nochmal zu. Gleichgewicht. Der macht so viel Damage mit den Avernus-Fähigkeiten. Holy shit, ey. Aber jetzt ist ein Vampirgriff tatsächlich ganz geil. Ich bin untröstlich. Ich bin sowas von untröstlich. Wo ist denn hier noch ein Gegner? Da ist der einzige noch? Nee. Der einzige, der zumindest gerade, glaube ich, hier ist. Nicht genug Bewegungspunkte. Kratzer, auf in den Kampf! Du kannst auch echt weit springen, ne? Achso, den kann ich mir for free machen, göttlicher Schlaggift, oder? Ach nee, meine Reaktion ist dafür weg. Das heißt, ich habe dann andere Dinge, die ich dafür nicht machen kann. Du bist echt so eine immobile. Diese Waffen sind echt so immobil. Sehr gut. So. Fehlschlag bei 80%. Ach, fuck you. Ach, fuck you. Keep guessing. So, haben wir das auch erledigt? Dass du nicht XCOM spielst.
Bevor wir die nicht treffen, meinst du? Ich habe halt die karmischen Würfel aus, ne? Also von daher kann es bei mir schon mal passieren, dass die häufig nicht treffen. Reicht das schon bis dahin? Reicht. 11. Schade. Kann ich noch laufen? Ich komme nicht durch. Mich verarschen? Doch, ich komme hier durch. Ach komm, ich kann nicht, glaube ich, ja, Beschwörung aufgeben. Yes. Wollt ihr die Beschwörung wirklich? Achso. Ich habe sie bestätigt. Dauert noch einen Moment. Jetzt ist sie verschwunden. Also es gibt neutrale Intellektverschlinger. Die greife ich jetzt absichtlich nicht an. Hier, der zum Beispiel. Die chillen da ein bisschen. Got it. Hopp. Die greife ich jetzt extra nicht an. Ach, come on! Aber wir haben noch keine 95% verkackt, ja? Es gab 140 XP, so ein Stufe 1 Elektroschlinger. What the fuck ist das? What the fuck? So viel Reichweite hat er nicht, ne? So viel Reichweite hat er nicht. Dumplinger. Kann er nicht mal auch eine raffinierte. Achso, wir haben keine raffinierte Aktion spurten mehr, logischerweise. Wir hätten eher spurten sollen damit. No! Müssen wir normal spurten. Immer ist die Wegfindung schwierig. Hält das sogar aus. Breathe deep and move. Ich spurt mal hinterher. Ich wahrscheinlich nicht machen müssen, so irgendwie. Fühlt sich ein bisschen useless an, du kannst doch nicht beenden. Wenn du springst und dann hingehst und haust, ist doch, was ich doch, ne? Ist. Hallo Zevlor! Bitte schön. Owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. Ich glaube nicht, ne? Glaubt ihr, ihr hättet das Recht, das zu fragen? Manche andere sind in einer Zelle im Mondaufgang gelandet, euer Verdienst. Sie haben Zuflucht gefunden, aber was zur Hölle wartet los, Zephlor? You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her. Oh, er hat auch? False god. Whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power, everything I needed to protect. Er ist ein Oathbreaker Paladin. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the absolute. For a moment, I welcomed it. Oh, scheiße. Ihr hättet keinen Gott gebraucht, ihr hättet euren Idealen, bis euch klar wurde, dass eure Belohnung eine Larve wäre. Sie wollten euch offenbar versklaven, das ist nicht eure Schuld. Ihr hättet keinen Gott gebraucht, ihr hättet euren Idealen gerecht werden müssen. I fell short of that mark in Avernus. And even so, it was not so bad as this. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Klar. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Jeder kann sich... Sucht eure Leute, sie brauchen euch. Mir egal, was ihr macht, geht mir auch irgendein... Ja. Ja, kann ruhig seine Leute suchen. Mich interessiert es nur, ja, mich auch, aber das weiß nicht. Die brauchen euch. I have you. Go, my friend. Please, let me do this much. So, abgeschlossen für den Zevlor, aber Zevlor war nicht unsere Aufgabe zu finden. Und das neutrale Gedankenverschlinger ist nicht mehr hier. Glaube ich.
Fleckverschlinger gehören. Also von daher kann ich mit dem leider nicht reden. Aber ich hätte gedacht, dass das eine Rolle spielt, tatsächlich. Ja, den haben wir nicht gelootet. Abgrundkriecher, das ist so ein Zugabe. Oh, das ist doch der, hier oben ist er. Aha. I need a quick word. Select-Verschlinger. Die sind einfach alle noch neutral. Keine Ahnung, warum die alle noch neutral sind. Hat die Absolute noch Verwendung für uns, oder was? Mit dir haben wir nicht geredet, ne? Hallo. Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there it only smelled like me. Wow. Is there any news about Duke Ravengard? Did he get out alive? No. Tell by your expression. Versucht euch zu retten, statt dich selbst zu töten, du Vollidiot. Wow. Muni gerettet und wir haben versagt, wir müssen uns töten, weil dann wird's bestimmt besser. What the fuck? So, hier hinten waren wir noch nicht, ne? Alles klar, Xan, viel Erfolg. Lumi schneidet gerade noch Videos, was ich glaube ich dann mit euch angucken will. Brine pools, but empty of tadpoles. Is that Mazora inside? Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. Was, Mizori ist selber da drin? By Grazit's cock, it's about time you came. Sie ist selber da drin. Wenn sie tot ist, kannst du sie looten. Ihr seid die Teufel, die Würfe euch retten. Das Ganze geht von Sarah. Ich hätte mir denken sollen, dass ihr lügt. Moment, ich muss meinen Augenblick genießen. Ich muss das einen Augenblick genießen. Go on and gloat. Bow to your pretend crowd. All done? Good. Now enough sniffing around and get me out of this thing. Okay. Dich an alles erinnern, was über Teufel ihre Verträge weiß, auch in sagen, dass du eine Formel kennst, die einen Pakt zu brechen. Das haben wir schon mal versucht, das ist funktioniert. Also wir haben es sogar geschafft und es funktioniert nicht so gut. Ich würde mich, glaube ich, gerne erstmal erinnern an alles, was ich so über ihre Verträge weiß. Nachdem ich das hinkriege. Das sieht gut aus. Sehr schön. You recall an old incantation from a children's story. Said to void a devil's contract. Abi diabole et nunquam redi. Ich könnte die Abmachung mit dir auflösen? Ich glaube, ich würde sie gerne einschüchtern. Dass sie Will erst befreit. Und dann retten wir sie. Vorher rette ich sie nicht. Nice. Einschüchtern kann ich. Incredible. You actually think you hold the winning hand? Habe ich schon das Gefühl? Fine. I'll play your game. But I amend the pact. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbinder. Wenn ich dich töte, hast du auch keinen Pakt mehr, oder? You've heard of this provision, better known as the ja, das kennen wir schon. Genau das gleiche hat man an anderer Stelle schon. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two devices. Oh shit. Symbols. The controls are open to your tadpole's command. Oh shit. Authority. Deine Kraft sammeln und die Kapsel mit dem Fuß aufbrechen. Das Gerät auf der linken Seite. Ich versuch's mal mit Stärke. Kann ja nicht viel schief gehen, oder? Ich kann unten dagegen treten. That's the best you've got. Ich lasse sie erstmal dort zurück. Ich kann es einfach mit Dingens machen. Don't take long. They pop a tadpole in me and the hells will take Will for good. Oh. Der Pack geht dann auf die Höllen über und nicht. Okay. Komm schon.
Oh, das wird dir aber gar nicht gefallen. Time's over. The controls are open to your tadpoles, come on. Barbar Stärke, die Kapsel zu schlagen. Bam! Und hier, Bonus. Nice. Sie kann das. Okay, haben wir Mizora befreit. Jetzt ist aber der Deal. Ändern. Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh out. As for the pact. Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she What? Will 6 Monate? I'm from Arsh. Obligation within 6 months. 6 months? We could be long dead before that long's elapsed. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Durchtrenne es, wie es zeigt, oder ich durchtrenne eure Kehle. Ein ganzes halbes Jahr. Ihr beliebt zu scherzen, meine Schultern zucken. 6 Monate sind keine allzu lange Zeit. Wir sind Karlach. Durchtrenne den Pakt oder ich durchtrenne eure Kehle. Not going to happen. But I do like your spunk. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me. Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker. Okay. Ta-ta. Ah, da geht ihm auf den Sack. Ah, da geht ihm auf den Sack. Have a lot on my mind and, well, in it. Aufgeschobene Zeremophose, Intellektverschlinge, die haben wir noch gar nicht gelootet hier. Aber es ist schon lustig, dass wir sie holten, deswegen kam sie nicht selber, sondern... Oh Mann. Oh Mann. Schreibe ich ernsthaft einen, guck mal, von Enver Gortash diktiert, die Zeremophose, identische Larvenverwandlung eines humanoiden Wirts zu einer Gedankenschiene geschieht für gewöhnlich weniger als einen 10 Tage nach der Infektion. Die durch unsere gefangen genommenen ältesten Gehirn gelegten Larven sind durch mächtige neseridische Magie der Krone von Karsus verstärkt. Unsere verstärkten Larven lösen in ihrem Wirtskörper eine Art aufgeschmutzte Zeremophose aus, einen Zustand, in dem der Wirt empfänglich für telepathischen Einfluss durch die Absolute wird, unser ältesten Gehirn und nicht nur Beeinflussung auch und unser ältesten Gehirn. Und nicht nur Beeinflussung, auch Zwang. Für unsere Zwecke hat dieser Einfluss 2 zentrale Aspekte. Erstens die Verwandlung des Wirts in einen normalen, in einen mentalen Lakaien, der absolut geschieht, ohne dass der Wirt überhaupt etwas davon bemerkt. Seine Unterwürfigkeit fühlt sich angenehm und natürlich an und wird nie bewusst hinterfragt. Zweitens, dieser unterwürfige Zustand bleibt auch dann noch bestehen, wenn der Wirt weit über das übliche Ausmaß der psionischen Kontrolle eines ältesten Gehirns hinausgegangen ist. Dieses Phänomen ist angesichts unserer Ambitionsspektrum nützlich. Rührfass. Hier komme ich, glaube ich, nirgendwo hin. Das sind die ganzen Larvenbecken. Let's get going. Jetzt will ich aber schon mal eine kurze Rast machen, weil es uns allen nicht so gut geht. Und wir speichern jetzt, weil wir haben uns jetzt so entschieden, wie wir uns entschieden haben. Mit Zaria. Ich wollte auf sicher gehen, dass ich sie befreie. Und nicht, dass es... Wer werdet ihr denn? Eisenfinger. Der ist neutral. Hallo? General Thorm was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the. Du bist ja aber nicht sicher. Täuschen, das ist ein Missverständnis. Ich wurde beauftragt, euch bei der Vernichtung dieser Verräter zu helfen. Let's go. Täuschen will ich immer machen. Ja, es reicht. Es reicht. Auch mit einer 9 kommen wir auf eine 24. I have no need for a throne. You could merely get in the way. Go on, make yourself useful somewhere. If you cannot manage that, just stay out of the way. 560 XP dafür gekriegt. Gather yourselves. Soon we
we must. Heed the mistress. She is blessed. Okay, die verziehen sich einfach. Was habe ich davon? Knobelige Truhe. Baldur's Gate will know my design. Baldur's Gate will know my design. Die hat einen lustigen Hut auf, ja, fand ich auch, aber sonst irgendwie war nicht so viel lustig da dran. Die hat es irgendwie mit den Totenköpfen, ne? Sind wir mal ehrlich. Die rennt jetzt hier einfach rum, knobelige Truhe, das war's. Sieht jetzt nicht so spannend aus. Okay, der übt da irgendwie. Kann ich jetzt mit euch reden? May death claim you. Der hat auch einen lustigen Hut auf. Okay. Tagebuch von ihm. Ich erinnere mich noch an unser Leben als Landärzte in Nashke. Wir wollten einfach nur die Besten sein. Lernen, das Blut aller sterblichen Wunden zu stillen. Wir sind nur hier gelandet. Kressa ist nicht mehr sie selbst, seit ihr Schoßhündchen von wahrer Seele auf den Nautilin verfrachtet wurde. Ich kann sie nicht einmal berühren. Mir wird schon ganz schlecht bei dem Gedanken, meine eigene Frau widert mich an. Mit all diesen Experimenten, sie ist nicht mehr länger meine Frau. Ich dachte, sie würde vielleicht zu sich zurückfinden, sobald ihre geliebte Kreatur weg ist, aber sie verzehrt sich voller gepeinigter Verlangen nach diesem verdammten wilden Leichnam. Wenn sie herausfindet, dass ich Balthasar gesteckt habe, dass sie dieses Ding behalten hat, bringt sie mich vielleicht um. So, die Truhe findet aber nicht cool, okay. Könnte jetzt trotzdem einen Kampf vom Zaun brechen, theoretisch. Aber will ich, das ist die Frage. Forschungsprotokoll. Ich will hier nochmal sonst reden. You are on sanctified ground. Speak only if you must. Sehr gut. Zeugen, ich wünsche euren Segen. Oh shit. Ja, kein Segen für mich. It is not my blessing to give. I am merely a vessel for our Lord Merkel's will. And he does not deem you worthy of his dread touch. Kann ich auch sonst mit dir reden? You are on sanctified ground. Kannst du noch machen? Only if you must. Das funktioniert. Das ist schräg. Ich habe nicht neu geladen. It is not my blessing. I am merely a vessel for our Lord Merkel's will. His shadow falls across you. Go forth. Merkur war der Gott des Krieges oder sowas oder Vernichtung, ne? Merkurs Geschenk von der Herren der Seele gesegnet wird nach einer langen Rast entfernt. Okay, was bedeutet das jetzt? Merkurs Geschenk? Wir haben eine ganz schöne lange Liste. Rüstung von Agathis. Oh, okay. Buch der uralten Geheimnisse. Kannst du da eine, blablabla, und mutig. Nachtläufer, Pakt des Foliampen. Qualvoller Strahl, Schauspieler. Hallihallo, Himdorg. Wunderschönen guten Tag. Hier steht's aber nicht. Ist doch hier oben. Ich sehe nur, dass ich Merkurs Geschenk habe. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Schade. Wunderschönen guten Tag jedenfalls. Ups, ich wollte es nicht klauen, ich wollte es eigentlich lesen. Ich habe 1000 Ohren gesehen. Manche zucken aus Reflex, wenn sie wissen, dass sich der Wurm gleich hineinbaut. Die Larve braucht länger, wenn das Eingangsloch nicht sauber ist. Ich bin nicht dazu übergegangen, den Gehörgang mit einer Ohrenkerze auszubrennen. Die Arbeit ist eintönig, ich bin der Ohren leid. Ich bin es leid, dass mein einziger Befehl lautet, Sklaven zu erschaffen. Anscheinend wird alles, was wir über das Gehirn erfahren dürfen, von den Auserwählten erledigt. Ich darf diesen dummen Sklaven nicht studieren. Ich brauche einen neuen, einen, von dem Balthasar nichts weiß. Eine Kreatur von außergewöhnlicher Willenskraft wie mein alter Liebling, die trotz dem Einfluss des Parasiten Fragmente ihres Verstands behalten kann. Wir müssen wissen, wie das möglich ist. Die scheint ein bisschen inagent zu sein. Muss ich mal so sagen.
ist erneut ein Flüssigkeitsverlust aus der Mundhöhle aufgefallen und ich konnte die Ursache eingrenzen. Aufgrund der unmöglichen Methode der Parasiteneinführung tropft die Ausscheidung der Kreatur im Inneren heraus, statt vom Gehirn absorbiert zu werden, wie wir es bei anderen Wirten beobachten konnten. Ich kann nicht sagen, warum der Parasit dieses Öl absondert, doch es weist einen Geruch nach Knoblauch auf, den wir inzwischen als Hinweis erkennen, dass der Parasit sich von der Gehirnmasse des Wirts ernährt. Ich habe eine Probe der Ohrenflüssigkeit genommen. Heute Vivisektion, keine Anzeichen von Schmerzen. Als ich den langen Darm abgewickelt habe, packte das Organ stattdessen, als sei es ein Seil. Keine Anzeichen von Schmerzen. Als ich den langen Darm abgewickelt habe, zieht auf die Schmerzen. Packte das Organ stattdessen, als sei es ein Seil, legte es mir um den Hals und versuchte mich zu erdrosseln. Die erbärmlichen Arme tragen jedoch keinerlei Kraft mehr in sich. Musste die Eingeweide wieder in den Körper stopfen, versuche es an einem anderen Tag erneut. Was zur Hölle? Was zur Hölle? The moment comes. The absolute. Okay, kann ich mit dir reden? Oder bist du auch irgendwie einfach nur ein bisschen am Rumchillen? Tagebuch von Arika Henry. Walk in the Shadows. Ihr seid eigentlich mal Menschen gewesen, aber ihr seid ziemlich verzerrt und schief geworden, glaube ich. Sie glitscht die Eingeweide in den flüssigen Kammern. Wie lange sind wir schon hier? Wie lange erschaffen wir schon Sklaven? Ich will nicht mehr. Mercool wird langsam von meiner Angstspirale in meinem Kopf überdröhnt. Der Herr der Knochen will keine Feiglinge. Das Ganze sieht nicht real aus. In dem Bauch eines Kragen. Mein Inneres ist nach außen gestülpt. Ich bin tot. Mercools graue Einöde klang immer so, immer friedlich, nicht so. Also die ihm wohl im Herrn... Ja. Aber eigentlich ist nur eine von denen so eine Wissenschaftlerin. Deswegen verstehe ich nicht ganz. Ein gepanzertes Schild, sorgfältig gepflegte Stiefel, verschlossener Verstand. The end is coming. Oh, die hat aber wenig an. Die hat aber sehr wenig an. Holy shit. Berserkern und so, ne? Brief von Eisenfinger. Es ist ja nur eine, die Kresser ist ja nur eigentlich die Wissenschaftlerin, so wie ich das verstehe. Und die anderen gehören einfach nur zu ihr. Sind quasi ihre Truppe, ihr Mann, ihre Familie. Sie setzt mir bald einen Kresser, die zur selben Stunde wie ich initiiert wurde vor all diesen Jahren. Sie wird mir einen Parasit ins Ohr einsetzen, wenn ich schlafe. Er trägt es nicht, kein eigenes Versuchskandidat zu haben, an dem sie herumexperimentieren kann, braucht den eigenen Sklaven, damit sie weitergehen kann, als bald ist er ihr erlaubt. Kresser, ich erinnere mich noch, als wir zusammen Ameisenhaufen zertreten und wiedererweckt haben, unsere allerersten Toten. Ich hoffe, du erinnerst dich noch tief in deinem Inneren. Okay, die sind alle irgendwie mit Totenbeschwörung fasziniert. Und ich glaube, sie hat alle anderen unterworfen, sozusagen. Wüsste jetzt nur nicht, was ich hier weitermachen kann. Außer sie einfach angreifen und töten, aber das will ich eigentlich gar nicht, wenn es nicht notwendig ist. Also, habe ich ja nichts davon, so richtig. Hier gab es noch irgendwas zum Besprechen. Da will ich auf jeden Fall noch hin. Da habe ich die andere Seite nämlich schon entdeckt und da war hier, haben irgendwelche Leute sich unterhalten. Das heißt, einmal rechts, dann glaube ich wieder links. Bei nächster Gelegenheit. Oder? Ja. Da rein. Speichern nochmal. Guten Tag, aufs Leichenhaus. Ich wundere, wie viele Pilgrimages zu Moonrise endet down here. Goldglänzender Wappenhelm, Triumphalhelm. Können wir uns gleich angucken? Ich. Servus. Wer bist denn du? Huch, hier geblieben. Ich will mit dir reden. No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do.
You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything. Aber das wäre immer mit Elitiden-Sachen, ne? Da habe ich eigentlich wenig Bock, in seine Gedanken eintreiben. Was ist das hier? No, sorry. Here, they become. Was werden sie? Part of one mind. Four little feet dancing. Okay, die werden hier diese Gedankenfutterer, diese laufenden Gehirne. Intellektverschlinger. Here the brains are harvested, made part of the hive mind. Was hat er mit allen Leuten gemacht? Job. Help them become. Nee, ich muss es nicht werden. Warum schicke ich euch nicht zu all den Kreaturen, die ihr geschlachtet habt? Yes. Yes. Der will das. Please. Ich vermute, werde ich aber hier mit allen fighten müssen. Berühren, was ist denn das da? Da kann man was berühren. Offering from this again. It's even worse up close. Oh. Looten wir doch noch eine Runde. Okay, will ich ihn ins Platt machen? Dann sollten wir zumindest die Tür hier oben zu. War hier noch eine Tür? Oh, damn it. Da war noch eine Tür, die machen wir zu. Dann kommen keine zusätzlichen rein. Dann müssen wir halt hier alle platt machen. Das sollte man, glaube ich, aber hinkriegen. Denke ich. Muss ein Social Hacker sein, wenn er gerne manipuliert. Ja, Social Engineer und so, ne? So, dann würde ich ja mal sagen, muss ich mit ihm reden dafür? You could kill it. You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Yes. Not for long. Time for chop. Time for chop. Chop, chop. Rücksichtsloser Angriff. Henker. Let's go. Und direkt noch eingeben. Zug beenden. Du gehst ran und machst deinen hinterhältigen Nahkampfangriff. Und dann ist eigentlich schon dead. He dead. Kein Hack-Hack mehr. Genau. So, dann haben wir dich noch. Eldritch Blast. War nur einmal getroffen. Dammit. Very well. Ich würde gerne kurz mit dir laufen. Boah. Hopp. Muss, glaube ich, noch zuhauen. Oh, kommst gerade nicht ran. Das ist ja blöd. Ja, dann. Batz! Machen wir es halt so und laufen dahin. Halt, die Spurten, glaube ich. Das will ich haben. Kommst aber auch nicht bis hin. Dann kannst du da stehen bleiben, glaube ich. Muss jetzt noch ein paar platt machen. Die gaben vorhin echt gut XP, von daher ist es gar nicht so schlimm. Weil wir, glaube ich, echt viel brauchen. Viel XP brauchen, um da. XPX! Ja genau, 140 XP ist nämlich ordentlich, was die geben. Let's go. Das ist sehr ordentlich, was sie geben. Wo kommt der eigentlich her? Hab ich irgendwie nicht wahrgenommen. Incoming. Yup. Another fight. Let's go. Sie ist zu weit entfernt. In Ernst? Würde ich nicht sagen. Ach, nice.
Dead. Ich will keine Zaubersachen benutzen eigentlich dafür. Ich will jetzt eigentlich keine Zaubersachen dafür benutzen. Wir können einfach, glaube ich, direkt dich nehmen. Glaube ich nicht. Kratzer! Aha. Marie ist halt fertig. Nice. Ich guck gerade mal, wo sind wir denn doch? Wir brauchen noch 1600. Dann macht es schon einen Unterschied, wenn man auch irgendwo 500 aufsammelt oder sowas. Würde ich sagen. Und das haben wir gerade getan. Und außerdem gibt es schöne Gehirne für den Elixier der psychischen Resistenz. In zwei gekreuzten Sicheln, das ist hier unten verjüngtes Miasma. Der Zauber Tote beleben ist durch den nekrotischen Gestank in diesem Bereich kein Leichnam erforderlich. Hier ist quasi alles so mit Leichen durchsetzt, du kannst ja einfach überall Tote beleben. Also, überall. Hey, good looking. Dies ist halt nur hier in dem Bereich. Rüstung, anpassbarer Stahlhelm. Völlig gepflegte Stiefel, glänzender Wappenhelm, wilder goldener Helm, königlicher Helm, triumphaler Helm. Ja, einfach mit. Machen die irgendwas? Konstitution plus 1. Blitzladung. Rettungswürfe, Konstitution plus 1. Konstitution plus 1. Die machen das gleiche. Wie es scheint, die sind einfach nur hübscher. Die sind einfach nur hübscher. So, hat der noch was? Den wir hier. Den Chop. Hier, Hacker. Ist noch was dabei? Ein Bauklotz. Und ein Steak. Anlager senden. Da sehe ich uns. So, Pergament, Ball, Brief. Haben wir das noch? Ein Brief. Briefe müssen gelesen werden. Brief an Absolute. Liebe Absolut, der Lehrer sagt, du sollst schreiben. Er sagt, es ist wie beten. Wir können jetzt deinen Turm sehen. Ich hoffe, es ist dort hell und riecht wie Mutters Tempel. Der Lehrer sagt, sie wird uns bald folgen. Bitte schick dem Lehrer schöne Träume. Er ist schlecht gelaunt und wenn er müde ist, schubst er den Wagen durch die Gegend. Wir versprechen, dass wir ganz still sind, damit er schlafen kann. Das ist von einem Kind geschrieben, würde ich mal behaupten. Ja, Lederrüstung brauchen wir auch nicht. Hier hinten waren wir noch nicht. Da können wir noch weitergehen. Achso, da sind die. Ja, da sind die. Da sind die, die sowieso sauer sind auf uns. Dann können wir auch mit dir vorgehen, würde ich sagen. Weil hier sind sowieso alle sauer. Ich weiß nicht, ob der Eingang der beste ist. Lästerliche Gebärmutter. Ugh. Gehen wir mal ins Leichenhaus rein, I guess, und fighten ein bisschen. Hier werden wir, denke ich, ein paar Sachen brauchen, aber wir können trotzdem noch einen senken Stramm. Moment, wie sehr sehen die uns? Die sehen uns gar nicht. Schon verstecken. Dann können wir doch trotzdem. Ach, dammit. Ich dachte, ich kann auf sie schießen da unten. Dann halt doch. Haut ruf. Ein Fehlschlag. No! Hier werden wir viel AOEs wieder brauchen, glaube ich. Aber 1600 XP, wenn die im Vergleich, also verhältnismäßig XP geben zu diesen kleinen Easy-Dingern, dann sollte das hier drin sein. Aua. Hat aber mehr dafür gekassiert, als er verteilt hat. Deutlich mehr. Und das ist ziemlich cool, weil dann kann ich jetzt hier brüllen. Und ihm einfach geben. Ins Gesicht. Und einfach nochmal. Wir geben auch nur 140 XP. Never mind. Hatte ich auf mehr gehofft. Da hatte ich auf mehr gehofft, weil die eigentlich ja schon ein bisschen schwieriger zu besiegen sind und mehr machen können. Aber. Ja.
Spiel sagt nein. Dann ist das wohl so. So. Also irgendwelche Giftresistenzen habt ihr, sonst ist es wurscht. Könnt ihr natürlich jetzt reinlaufen und Untote vertreiben machen. Da treffe ich aber noch nicht so gut. Ihr habt gar nicht so viel Leben, ne? Aber ihr seid viel einfacher zu treffen. Machen wir das mal. Stand on my feet. Du. I need to find a way forward. So, ihr seid aber jetzt echt schön beieinander. Da hätte ich schon Bock. Schön hier. Zang! Sehr schön. Dann gehe ich wieder zurück. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, er kann fliegen. So gemein. Wächter! So viele schöne Attacks. Oh. Da ist noch ein Todeshirte. Den hatten wir heute schon mal. Der beschwört die ganze Scheiße immer wieder. Den hatten wir heute schon mal. Kommst nicht bis hin? Oh. Nee, kommst nicht ganz bis hin. Ja, lauft schön da durch. Richtig, ist super. Ja, ne? Das ist richtig gut. Du kannst einmal pro Runde einfach einen Free Attack machen, noch extra, wenn jemand in deiner Nähe steht. Richtig geil. Ja gut, aber dafür wird sie gerade verprügelt. Aber sie hat ja die Bärengestalt, da kriegt sie, glaube ich, halben Schaden oder so. Laufen auch einfach rein in die Scheiße, ne? Ja. Dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt Fernkampf-Schleichangriffe, um den zum Beispiel zu töten. Crit war 48. Ganz entspannt. Ich muss ein bisschen verteilen, ich bin so einfach. Sehr schön. So, jetzt haben wir dich. Hatten wir nicht Vorbereitung irgendwann mal? Das Spalten. Den können wir auch einmal benutzen. Aber ich dachte, ich hätte mal vorbereiten gehabt, dass ich mehr Damage machen kann. Aber ich sehe es nicht mehr. Für. Na gut. Dann wird halt nur gespalten. Spaltet. Immer spalten darf ich halt nicht, ne? Hau mal dich weg. Ja, noch einer tot. So, und jetzt wird's witzig. Habt ihr eine Anfälligkeit für Nekroschaden? Nein, aber für Gleisenschaden seid ihr nicht resistent. Ihr habt eine Nekroschaden-Resistenz sogar. Let's go! Und hüpf. Mitten rein. Brutzel! Brutzel! Oh. Da habe ich nicht gesehen, dass er einen Absatzangriff macht. Upsi. Nothing will stand in my way. Geh auch mal dahin und dann schubse ich den da ein bisschen. Weil er überlebt hätte, wäre er hier drin gewesen. Wenn mein Tank halt selbst nicht angegriffen wird, also so überhaupt nie, ja, dann ist es richtig gut. Sie ist ja auch mein Tank so ein bisschen zusammen, also die beiden sind meine Frontline. Aber ja, dann ist Wächter richtig gut, dann kriegt er nämlich noch extra Attacks. Muss aber auch ein bisschen Damage machen, ich weiß nicht, welche Klasse du als Tank benutzt. Ich glaube, so wie ein Paladin oder so. Glaube ich gar nicht so geil, weil die nicht so gut trifft und sowas. Ich glaube, dich kann ich irgendwie mal hier hinstellen. Du bleibst dann ein bisschen stehen. Wir wollen die hier reinlaufen lassen, nicht durchholen und sowas. Und genau. Die sind halb tot, bevor die ankommen durch die beiden AOEs, die sich da überlappen. Oder sterben halt einfach so. Heidbrecher-Paladin. Ey, das ist so ein halber Caster, ne? Der Paladin eigentlich. Weiß ich nicht, wie geil das ist. Piu piu. Kritischer Fehlschlag. Ja, man kann ja nicht alles haben. Blöd. Aber dann hauen wir dich halt. Wir hauen dich nochmal. Hopp. Und
Tank ganz gut, falls er normal angegriffen wird. Na gut. Ja, weil die halt, der kann Schilder und sowas tragen, ne? Deswegen ist es ganz geil. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich hier die Wunden verursachen mache, aber nekrotisch haben die E-Resistenz, ist also eine dumme Idee. Ja, und einfach Beharrlichkeit für 2 Damage. Time to push my luck again. So, time to push my luck again. At the ready. Ja. Tschüss. Ist geflogen. Dann gehen wir wieder ein Stück auseinander. Oh, er spurtet ran. Hallo. Bin ich gut. Ich ein Stück ranlaufen und dann erst springen. Yes. Mach ein Blatt. Nein! Kratzer. Oh, schade. Ja, das ist sauhorn. Kratzer ist weg. Schade, Kratzer. Taumelnd. Aber hat er bekommen, ne? Ja, er ist jetzt taumelnd. Er hat taumelnd bekommen. Yes. Wir könnten aber. So, hier. Sind alle blind. Okay, ich habe meine eigenen auch erwischt. Die wollte ich eigentlich nicht. Ich gehe mal einen Schritt raus. Bin ich nicht mehr blind. So. Dann haben wir dich. Wow. Das wäre maximal beschissen, der Damage. Jetzt überlebt er auch noch mal eine Runde. Das, warum manche Untote eine Runde länger überleben, habe ich noch nicht ganz verstanden. Da habe ich die Fähigkeiten, glaube ich, nicht gefunden. Dafür sinnvoll. Ja, mein Chosen Warlock ist richtig. Das ist richtig. Deswegen wird geschauriger Strahl so viel wir können. Ach, blind und zu dunkel. Come on. Dann habe ich zumindest normale Optionen. Ich meine, die wollen dich aber nicht schieben in dem Fall. Wir wollen dich einfach nur treffen. Patz! Rennt dann durch die Dolchwolke durch. Oh oh. Oh. Das ist eklig. Da bin ich immer ehrlich. Das ist echt nicht so cool. Der jetzt wegläuft. Piu, piu, piu. Das hatte ich auch im ersten Playthrough. Und das auch wurde gestartet und gerade teste ich Sorcerer. Ja, habe ich noch nicht gemacht. 65% Untotenschutz. Ah, Moment mal. Wir haben doch eine Donnerwoge dabei. Aber warum fliegt nur einer von beiden? Nee, so mal fängt beide. Dann nochmal mit dem Dolch eine geben. Okay, jetzt muss ich ja halt doch wieder dahin. Na gut. Und dann Fernkampf auf ihn. Oh, 50% ist natürlich nicht so geil. 50% ist natürlich. Oh, jetzt habe ich auch den Nahkampf nicht angemacht. Hallo. Slap it. Bam. Also ich finde Warlock schwierig zu spielen, aber schon irgendwie cool, wenn es funktioniert. Und das ist das. Oh, du bist ein Vollidiot. Ich konnte gar nicht so schnell meine Dolchwolke deaktivieren, wie du da reingerannt bist. Oh Mann. These things have stayed interesting. Ja, wir haben ein bisschen gemetzelt. Brauch noch 299. Schade. What's hiding here? Im ersten Run war ein Druide, Gay hatte so ein Sorcerer Warlock. Gay? Achso, da hast du die Leute umgeskillt, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Schurke findest du sehr schwer zu spielen. Ich finde Schurke eigentlich ziemlich cool zu spielen. Ich finde ihn gar nicht so schwer, weil ich, also zumindest Astarions Schurke. Hab den jetzt auf diesen Magier-Schurken getrimmt. Ich glaube, ich habe die Klassen immer vorgefertigt gelassen.
was es mir vorgeschlagen hat für die Leute. Ich habe die nie geändert. Das brauchen wir nicht mitnehmen. Ganz Zombies, ey, die haben doch nichts dabei, oder? Brauchen wir jetzt nicht alle durchlooten. Wandelnder Duellant könnte das dabei haben. Ja, oder nicht. In der Todeshotte noch. Plattenpanzerung. Verdacht, trag das mal für mich. Wenn ich das Gefühl hatte, die im Kampf nicht so viel beitragen. Ja klar, weil wir wissen halt bestimmte Stories machen. Ich hab's jetzt einfach gelassen. Ja, yeah, wir haben jetzt nur noch eine, ich weiß. Also damit müssten wir jetzt wieder eine volle Rast machen. Aber sie war ziemlich dead, deswegen wollte ich jetzt... Lästerliche Gebärmutter gebunden. Zustand der lästerliche Gebärmutter verstummten festgesetzt. Bin mir nicht sicher, was das hier ist, was ich hier habe. Ob ich das einmal kaputt machen sollte? Vielleicht, oder? Oh, Moment. Da muss ich mich auch richtig hinstellen. Sonst treffe ich das nicht. Machen wir die Sachen mal kaputt hier. Wir machen die Sachen hier kaputt, diese komischen Gebärmutter. Die sind mir nicht geheuer. Alles weg damit. Sehr schön. Das ist schön an dem Flowing-Strahl. Flop, flop, flop. So. Jetzt haben wir es hier komplett platt gemacht. Da drüben ist noch irgendwas. Hüpf. Was ist denn da drüben? Billiger Verstand, Balthasars Notizen. Von Wonne, die sich in großen Freude ergriffen hat, wirkt betroffene Kreatur energieladen und mental gefügiger. Kreatur ist bei physischen Würfen im Vorteil und bei mentalen Rettungswürfen nach. Der Kreatur ist auch gegenüber psychischen Schaden verwundbar. Knorblige Truhe, die sehe ich irgendwie nicht. Öl des Brandstiftes, Exil der Blitzresistenz, Blitzekelch. Bohnenscheibe. Verwenden. Von denen ein Blitz von Nautiloiden, die eine große dunkle Leere ausfüllen. Ein Verstand mit einem Ziel, der sich durch die Dunkelheit zwischen den Ebenen bewegt. Großplan im Werden, bevor sich die versklavten Geister erhoben alles ruinierten. Ein letzter trauriger Eintrag, der ein unermessliches gefühlte Trauer vermittelt. Die Kolonie im Niedergang. Die Älteren hungern und fallen in den Schlaf, um ihre Stärke zu bewahren und warten auf irgendeine Rettung. Resonanzstein. Dieser Stein versetzt dich und Kreaturen in der Nähe in den Zustand von Wonne durchdrängt. Resonanzsteine verstärken Emotionen bei Kreaturen. Im Wirkradius. Hier fehlt was. Psychische Resistenz, Giftresistenz. Kann kaputt gemacht werden. Kann aber auch mitnehmen. Hab ich einfach mit. Halte ich für eine dumme Idee. Mal ehrlich, schlaffreudiger Kopf. Hallo. Empty vessel. Nothing more. Lending voice to Elder Lore. In Reimen jetzt auch noch. Gebet der Vergebung. Gib mir, Vater, ich kann nicht umhin, den Auserwählten deines Erzfeinds zu bewundern. Enver Gortash Genetät wird uns weit tragen. So unbesorgt, die Anhänger Banes stolpern stets über dieselbe Narratei. Sie sehen die Schönheit der Auslöschung nicht. Betrug mit der Absoluten wird falsche Liebe von euren Sklaven wachsen lassen. Doch bald, auch sobald ich eine ausreichend große Armee aufgebaut habe, werde ich unseren Einfluss auf die Sklaven der Absoluten nutzen, um das Ende dieser widerwärtigen Welt einzuleiten. Sehe den Pfad durch Gortash genialen Plan. Gortash Catherick und ich werden die nesserelischen Relikte in unseren Besitz bringen, welche die Krone kontrollieren und dann die Krone einsetzen, um den großen Plan der Elitiden zu befehligen. Die toten drei uralte Feinde unserer düsteren Schutzherren werden eine Zeit lang Busenfreunde sein.
Aber du hast mich dazu erschaffen, die letzte lebendige Seele zu sein. Wenn die Zeit gekommen und meine Macht gesichert ist, werde ich Gortash und Kefik auf dein Altar abschlachten, wo ich selbst zu sterben hoffe. Wenn die Welt ihren letzten Atemzug tut, wenn alles vorbei ist, Vater, wird kein einziges Geschöpf mehr leben. Alle werden sterben, alle werden für dich sterben. Ich werde dich stolz machen. Moment. Die Absolute ist ja auch ein Opfer von irgendwas. Also, eigentlich ist das alles ein Plan von des Gottes Bane? Oder Balthasar? Also, ich bin hier. Ich bin hart verwirrt. Oh, das. Das war was. Ich will übrigens diesen komischen Stein eigentlich nicht bei mir haben. Sag mal ehrlich. Wahrscheinlich können wir den irgendwo einsetzen, müssen wir uns merken, wo er ist. Balthasars Notizen. Lesen von einer offensichtlichen Defizit lässt sich nicht bestreiten, dass der junge Gortash den Verstand eines Wissenschaftlers besitzt. Vor seiner letzten Erfindung war die Bibliothek der Elite nichts weiter als eine lange Reihe von Gehirnen, die in zebraler Flüssigkeit schwammen. Mit diesem Apparat sind keine psionischen Kräfte mehr nötig, um auf die Erinnerung daran zuzugreifen. Man braucht nur noch das Objekt hineinzulegen und kann direkt mit ihm sprechen. Ich wünschte nur, er wäre nicht so eifrig dabei, den Apparat in seinen eigenen Probanden zu testen und ihre Schädelspäne auf meine Werkbank zu verteilen. Aha, großer Knochentopf. Ja, aber ich darf dir zwar eine Zwischensequenz machen, aber ich weiß nicht, worüber ich dich ansprechen soll. Eigentlich mit, bist du eine Tote? Kann man mit dir mit Toten reden? Nee, das hilft nicht. Achso, hier, Gedankenspeicher. Aha. Every day he comes. Every day for 3 days to ask me how I feel. I want to tell, but I am confused. Which day is it? Heute ist der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag. Wer ist dieser Herr, von dem du redest? Heute ist der dritte Tag. He whispers in my mind. She sings, praise the absolute. Ich muss mal vom Stehen weg. Sind jetzt irgendwie 4 Stunden im Stehen zocken. Muss das mal korrigieren. Okay, und es trackt mich noch. Sehr gut. Ah, jetzt ist es angenehm. Oh, nach 4 Stunden sitzen so schön. Die Cam kommt automatisch hinterher. Ja, ich habe mir meine Fancy Cam gegönnt vor 3 Monaten oder so. Ich kann hier. Hui. Die trackt mich, je nachdem, wo ich hingehe, genau. Hat ein Face-Tracking drin. Und sie macht sich auch selber eben. Ist ziemlich nice. Eigentlich habe ich sie gekauft hauptsächlich für die besseren Umgang mit niedrigem Licht. Ich habe ja echt nicht allzu viel Licht, aber ich finde das so gemütlicher und dann brauchte ich eine bessere Cam. So, den dritten Tag hatten wir jetzt. Dann machen wir den ersten Tag. Yes. 5 days since you put that thing in my eye, but the first day he came to visit. He says I am the last, that the other subjects have all changed. Zweiter Tag. Head hurts. But he says I'm past the worst of it. That I won't change like the others. He's given me a place of honor. So he can repeat his miracle. And a name. True soul. Okay, sie ist die erste wahre Seele. Erzähl mir von diesen anderen. Separate cells. I never saw them. But when they changed. My head! I can feel them in my head! Okay. Wer ist dieser Herr, von dem du redest? We are his pets. His plan. Lord Gortash. Okay, Gortash ist anscheinend eher der Dude, der alles unter Kontrolle hat, als Catherick. Okay. Wir packen das noch da rein. Der willige Verstand. Vernichten damit quasi die Dinger, ne? Pardon? Wouldn't need to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it?
In einer Elitidenkolonie, aber keine Sorge, nur euer Gehirn ist hier. Ich bedauere, wäre nicht gut fürs Gut beim ersten Aufschluss zu beschleunigt, war. Es klingt eher, als würde sie fragen, wo ist sie? Seid ihr eine Künstlerin oder so? Oh, just a serving girl with notions. Till I met Lord Gortash. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. Also das ist sie selber wahrscheinlich. But the Lord has gold. I trust he knows his business. Scheint sie selber zu sein. Weil sie ist ja die Sprecherin. Ich glaube, ihr beherrscht den Part. Nur zu, bestimmt tretet ihr bald auf. Kommt zu euch und seht euch um. Could do with a bit of natural light, all right? But you know these nobles, old as fey folk. Now I need to prepare. Wish me luck. Okay, sie redet nicht mit uns, oder was? The Owlbear Ball, Owlrill's Icy Ire. The Owlbear... Okay, sie redet nicht mit uns. Das ist der willige Verstand, knobelige Truhe. Wir haben sonst keine Verstände, ne? Okay, hier könnte man mit diesen Verständen, mit diesen Gehirngläsern wahrscheinlich interagieren. Das wäre natürlich ziemlich cool gewesen, aber habe ich leider, glaube ich, keine mehr dabei aufgehoben. Würde ich jetzt, zumindest sieht das, wirkt es für mich so. Dann ist alles kaputt gemacht. Hier ist noch ein Bereich, wo wir noch nicht waren. Im Osten. Hier. Mal noch lang springen. Ja. Kann ich wahrscheinlich runterspringen wieder, oder? Hopp. Oder ist das zum Runtergehen? Hier ist noch eine Tür. Tür aus Fleisch. Moment, die kann man nur ein Schloss knacken? Schloss knacken unmöglich. Okay. Braucht man also einen Schlüssel für. Durchzukommen, den ich nicht habe. Ja, gut. Ich bin einmal im Kreis gelaufen, dann gucken wir halt mal das hier an. Hallo. Ich bin so kurz. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process. Linking each part of your mind to its like. Die Manipulation des Bewusstseins. Es ist unverständlich, es ist eine Verbindung, aber du musst erst alle Teile eures Bewusstseins mit den Gegenstücken verbinden. Probieren wir das mal. Den Gegenstücken. Wie mache ich das jetzt? Oh, nicht so. The console glows as you approach, the mind still desperately yet. Ich weiß nicht, welche wo sind. Das ist ein bisschen das Problem, ne? Ich muss für jeden einen Weg finden, ne? Würde bedeuten, wir sollten wahrscheinlich ganz am Rand lang gehen, oder? Und hier könnten wir wechseln. Weil hier kommt sowieso nur wir hin. Wie mir scheint. Okay, ich muss auf die Form achten, glaube ich. War das jetzt Zufall, dass das richtig war? Das ist nämlich blau. Oder? Die falsche Verbindung. Das hier ist blau. Wir haben diese Doppelform. Ich habe das Gefühl, dass die Formen wirklich eine Aussage treffen. Das wäre eigentlich schon das, dieses Doppelding. Ja, das zu verbinden. Vernunft. Müssen wir auf das hier oben.
Ja, erstmal einfach hier oben lang zu gehen, oder? Aber das ist lila und das ist ja, ist glaube ich nur hellblau, weil es so komisch hervorgehoben ist. Vor dem anderen glaube ich auch hellblau. So, jetzt haben wir das kleine, das muss dahin. Nur glaube ich hier rumgehen, darum. Und jetzt müssen wir mit dem hier unten. Emotionen. So. Haben wir gemacht. Was? Ah, verknüpft. Rätsel gelöst. Oh. Dich haben wir schon mal gesehen. Klinge der unterdrückten Seelen. Überladen. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Klinge der unterdrückten Seelen. Plus 1 und Kriegswaffen nicht geübt. Macht psychischen Schaden obendrauf. Kann man zum Lager senden. Brauchen wir aktuell nicht. Ich habe noch einen wahren Verstand. Den nicht vorhin schon? Ach, Verstand. Ja. Kalach, trag mal Wasser für mich. Reiche mal das Wasser. Stapel teilen. Kriegt auch Kalach noch ein bisschen was von, wenn ich unter mein Überladungslimit komme. Treffpunkt beginnt, erhält er zwei Züge lang Zorn. Elemente absorbieren. Haben wir auf allen schon einen sinnvollen? Ja, doch. Ich denke schon. Moment, was hat denn meiner? Rüstungsklasse und Rettungswurf. Schon okay. Dass das so ist, wie es ist. Ölflasche. Auch noch jemanden anderen. Die wird nicht ausgerüstet. Kann ich auch nur da ausrüsten. Habe ich jetzt einen 13er. Sind die schon besser? Lager senden und an Lager senden und dann sind wir nicht mehr überladen. Und das hier. Jetzt Grafen, voll der IT-Killer, ja. But memory, tinged with loss. Bisschen sehr dunkel, sind wir mal ehrlich. That loss blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. Ugh. Okay, das Gehirn findet es nicht cool eigentlich, oder was hier eigentlich abgeht. Just as suddenly, pain and memory are gone. Also das ist schon das uralte Gehirn, was jetzt kontrolliert wird. The grand design, the restoration of the Mind Flayer Empire, the dream of all Illithians. Vielleicht können wir ein paar von Illithiden zumindest dafür überzeugen, dass sie uns bei dem Kampf helfen. Aber dann wollen sie wahrscheinlich was dafür haben. Das ist irgendwie alles Kacke. Das ist irgendwie alles Kacke dann. Aber ja, waren schöne Grafenrätsel. Aber gut, super schwer war es nur auch nicht. War nur blöd, dass alles immer hellblau hervorgehoben ist, wenn man das verbinden sollte. Da dachte ich erst, ich habe die falschen Farben verbunden. So, haben wir jetzt noch irgendwas nicht gesehen? Ich glaube, jetzt haben wir hier unten dann so ziemlich alles. Hier war das, wo wir immer abgestürzt sind. Hier müssen wir dann hin. Den Bereich runterfahren. For salvation, the chosen are my heart. Moment, aber wir können noch mal mit dem Verstand reden, den ich jetzt noch eingesackt habe. Davon können wir noch was haben. Wir haben ja jetzt noch einen, also einen Verstand in der Tasche und einen noch extra bekommen hinter dem Rätsel.
Was sollte ich noch tun? So. Der Wacheverstand. Wacheverstand, der Wacheverstand. Fine bones, sharp jaw. Some variety of elf? Nee. Pretty enough for a flesh prison. If not the noble Getzerai features I was born with. I guess you're no willing guest of the Geek either. Perhaps we might aid one another. Getzerai genannt. Das ist eine Art Getjanki. Ihr seid für erstaunlich wach für ein eingelegtes Gehirn. Ich höre, wie wollt ihr mir helfen? My order taught a psionic technique much feared by the Geek. They destroyed us for it. And kept me as a trophy. Oh, nice. Da würde ich natürlich mitgehen. But I've spent all these centuries awake. Ah, sie wird sterben, wa? So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. Aber ich will meinen Tadpole eigentlich nie benutzen für irgendeinen Crunch. Incoming void tug at the back of your mind and the edge of your soul. Ich habe es jetzt noch gar nicht benutzt, glaube ich. Before agreeing to this pact. The monk isn't. Nimm mein Schutzpatron, hilft mir. Ihr wollt Hilfe, dann sagt mir die Wahrheit. Alright, the gate did not find my monastery. I led them there. They promised me immortality and they gave it. I have been their rotting trophy for centuries. Unsterblich. As her agitation swells, so does her latent psionic power. To your tadpole, that guilt and terror. Da kann ich jetzt in sie eindringen, deswegen. Wegen den schlechten Gefühlen. The Illithids locked her away not as a trophy, but as a fine vintage. Please, touch my mind and purge it. The moment you do, my knowledge will be yours. Ugh. Verstand verschlingen, den Verstand läutern. Ich will eigentlich weder noch. Werden ist noch schlimmer als der Tod, oder? Den Verstand verschlingen. Boah. Also ich glaube, läutern ist schon das, was am sinnvollsten ist, weil ich befreie sie im Prinzip von ihrer Last. Ich glaube, ich lösche dann ihr Bewusstsein aus und bleibt sie als leere Hülle zurück. Ihren Verstand verschlingt, tötet sie, glaube ich. Nee, ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Muss ich sie austauschen? Ja, jetzt habe ich den wachen Verstand zurückbekommen. Ich will das mal auf den Boden tun. Wir können es aber anders machen. Ach, come on. Ob das Ding nicht kaputt machen kann. Man kann es nicht kaputt machen. Nahkampf bitte. Nö, kann man nicht kaputt machen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Still breathing. Everything. Das hatte ich mir nicht so gedacht. Okay, das hat man. Das haben wir schon komplett durchgemacht. Okay, wir löschen sie aus. Also wir purgen sie. Wir purgen sie. You feel the oncoming patron bids you caution before agreeing to this pact. All they promise has hurt you really. Please touch my mind and purge it. The moment you do, dann purgen wir sie. The awareness that floods you is nothing like the tadpole. It is tentative and tinged with the loneliness of eons. It fades beneath your touch. You feel something left behind.
A fragment. Jetzt haben wir eine psionische Fähigkeit. Yet, without comprehension. But when you use it, you will. Okay. See. And I see. Bist du jetzt Teil von uns oder was? Gitzerei Gedankenbarriere haben wir jetzt bekommen. Okay. Ein Splittergitzerei Wissen assimiliert hat, wurde in ihrem Geist mentale Barrieren errichtet. Sie ist bei Intelligenzrettungswürfen im Vorteil. Okay. Gefühlt ist sie jetzt, oder so habe ich das verstanden, ist sie jetzt irgendwie Teil von uns. Gespannt. Ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen ziemlich coolen Vorteil bekommen. Wenn man immer bei Gedankenwürfen ein Vorteil ist, ist das sehr, sehr cool. Wir müssen, glaube ich, einfach gerade raus, wenn ich das richtig sehe. Das ist ziemlich geil. Sehr, 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 sehr geil sogar. Komm, und ihr findet mich immer noch nicht schlimm, obwohl ich ein paar von euch einfach abgeschlachtet habe. Auch spannend. Orientierung, hier oben waren wir, da stehen die alle. Ja, dann. Let's get ready to rumble. Da ist noch ein Skelett, was ich nicht gelootet habe. Da ist noch ein frischer Verstand, den können wir auch noch reden. Tatsächlich, jetzt wissen wir ja, was wir mit dem Verstand machen soll. Das mache ich jetzt noch. Let's go. Ich wusste ja vorher nicht, was ich mit dem machen soll. Dahin wieder. All's well that ends. Not as bad as I could have. Lauf. Absolute Gemetzel hier. Das war ziemlich cool. Ich habe mich sehr stark gefühlt. Will's devil is a sly little wretch. I'll give her that. Y gedrückt. So. Ja, wir wollen damit interagieren. Gegenstand. Den frischen Verstand einfügen. Dann können wir hier auch unten hinstellen. Und dann mit dir. My head hurts. Can I go back to bed, Mommy? Aww. Das ist äußerst verstörend. Wie bist du hergekommen? I live here. This is my house. Our house, right, Mommy? We saw a big spiky snail that fell out of the sky. Das ist ein Baldur. Sleepy, Mommy. I wish you'd stop waking me up so much. Oh. Große Stachelschnecke ist ein Nautiloid. Gute Nacht, du. Du wirst nie wieder aufwachen, Kleines. What? You're scaring me. Why are you being so? Oh, das meinte ich gar nicht. Ich wollte ihn in Ruhe lassen. Ups. Kann ich auch mit dir reden? I'm sleepy. Okay, ich wollte dir eigentlich gar nicht Angst machen. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte dir sagen, hey, ja, ich lasse dich jetzt in Ruhe und du musst nicht mehr aufwachen. Ups. Missinterpretiert. Was da von mir gewünscht war. Hoppala. Hier, jetzt. Finally, come on. Finally weiter runter, da können wir uns nochmal hier regenerieren. Was, glaube ich, eine kurze Rast ist. Wenn ich mich nicht komplett irre. Also mit einer kurzen Rast gleichbedeutend. Ich glaube, ich regeneriere auch verbrauchte Ressourcen. An vielen Stellen mit dieser Genesung. Plomp. Zumindest denke ich, dass ich da vorher meinen Hexenmeister-Zauberplatz wieder hatte. So, runterfahren. Wir sind unsere Slots. Haben komplett alle Zauberslots. Perfekt. Wir sind unten. Wir speichern mal lieber. Never.
through. Verjüngendes Miasma ist hier wieder. Hier kann wieder Totenbeschwörung gemacht werden, wie sie wollen. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Okay. Hineingehen. Let's go. Oh. Catherine Thorne und noch einer. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker! Gortash! Der hat wohl was mit ihm zu klären. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure. Like flies on lick-wet carrion. Die sieht echt nicht so gut aus. You forget yourself, Auron. I have played my part. Wer sind die anderen beiden? We built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? Das haben wir. A rogue true soul, flaunting it under your nose all this time. And you ran. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. Ugh. Aus, oh, die ist gestorben. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. What the fuck? He must lead the murder march to Baldur's grave. Baldur's grave? If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city and we expect you to follow. Da müssen wir nicht alle platt machen, so wie ich das sehe. Aber was seid ihr für Wesen? Oh. Moment. Wieso? Schattenherz hat auch so ein, an der Stelle so ein Bum-Bum-Wunde und so. Okay, und das ist wohl das Gehirn, was sie kontrollieren. Ach, mit der Krone. Ja, die Krone war schon Thema, ne? Könnte ich jetzt nicht einfach voll reinbumsen mit vollem fetten Zauber und das Gehirn platt machen? Weil das Thema war schon mal, dass das Gehirn unterdrückt ist. The Testament of Merkel. An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guests. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Whom preserve us? Aber das ist der Herzog. You wag your word flap in vain, olderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh of us. Kann ich jetzt nicht unterbrechen? Wenn ich schon da bin? Das ist doch dumm. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. Oh. Eklig. Die wollen die Leute manipulieren, dass sie ihn unterstützen. Können wir nicht Catherick jetzt überreden, dass der uns hilft? Karlach ist inspiriert. Wir sind auf jeden Fall alle neutral hier gerade. Ein Stück von drei Schattenherz. Okay, wir haben jetzt jede Menge Inspiration, die wir vergeigt haben, mehr oder weniger, weil
Wir hatten schon drei. Okay. Let's see. Hallo. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? Musstest du doch wissen, du bist ja auch tot. You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Ich will nur meinen Parasiten loswerden. Ich bin hier, um den ganzen bösen Plan ein Ende zu machen und euch gleich mit. Und was ist mein Platz, Catherick? Your place is to die, so that I might finally live. Das sehe ich irgendwie anders. Das finde ich unangenehm. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. Oh. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron. Merkel, das ist der Strippens hier hinter dahinter. And then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. Warum? You are all that stands between me and my destiny. Also, was ist mit dir schiefgelaufen? Du warst schon voll am Bereuen und so. And then I will raise you as my servant. Ich war bereit, euch Gnade zu zeigen. Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch Abbitte leisten. Let's try. Wir können einen Vorteil tatsächlich machen in dem Fall. Würde ich, glaube ich, sogar versuchen. Vorteil ist, glaube ich, besser als ein D4. Wir können nur eins von beiden benutzen. Das ist, glaube ich, eine Schriftrolle. Let's try. Haben wir geschafft. Ja, plus 5 Charisma haben. Ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch Abbitte leisten. Repent? Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. My debt can never be repaid. Uh-oh. Opfert er sich selber? Oh no. Das sieht nicht gut aus. Spring doch nicht in die Scheiße rein. Bitte nicht. No. He is here. Ja, cool. He is watching. He is listening. He is. Du bist ein Vollidiot. Sind wir ehrlich. Ich hab ihn nicht getötet. Ich bin nur überzeugt, sie selbst zu töten, sind wir mal ehrlich. Oh oh. Warum ist da eine fucking Riesenaxt? Riesensense. Hallo? Oh dear. Nachtlied ist ein Catherick-Szenen-Gebiet gefangen, aber sie kann mit einer Hilfsaktion befreit werden. Wo ist ein Nachtlied? Skeletthüller? Aha, da muss ich hin.
Ja. Und der steht natürlich auch da oben. Ja, geil. Come on, can't stay idle. Ich hab einen Nebelschritt. Aber genau einen. Da würde ich eigentlich so weit wie möglich dahin rennen und dann Nebelschritten. Das heißt, ich spurte diese Runde. Kann ich von da aus dann da hoch Nebelschritten für nächste Runde? Kann ich. Dash it und so. Für die Hilfsaktion. Der ist unverwundbar, hieß es, solange sie drin ist. Kann ich den nebeln? Könnte ich doch nebeln, oder? Bin ich doof. Also unsichtbar. Frage, wie sehr er sich bewegt. Ich würde jetzt sagen, so wie er hier steht, müsste er sich eigentlich nicht großartig bewegen können. Dann wäre der Nebel voll gut. Oder? Oder wir Nebelschritten da hoch. Und versuchen den hier runter zu schubsen. Hat nicht funktioniert, schade. Wir haben noch einen Nebelschritt. Halt, wir dürfen aber nicht springen. So, schubsen oder angreifen? Wahrscheinlich lieber angreifen. Hat uns Wurf gelungen zu fleischen. Au. Haben wir es aber passend hingestellt, zum Glück. Das ist eine Aktion. Die hat keinen Nebelschritt. Die hat nur das Dimensionstor vierten Grades. Kein Ziel für Teleportation auswählen. Müsste man sich selber auswählen? Und wohin kann sie sich überall teleportieren? Oh, die kann sich aber sehr weit teleportieren. Sind wir ehrlich, die hier unten können uns, glaube ich, gar nicht erreichen, wenn wir uns da hin teleportieren. Oder wir gehen dahin. Wir kümmern uns um die. Mit ihr. Den Viech dann da oben. Und holen uns noch eine spirituelle Waffe mit rein. Würde ich sagen. Er macht wahrscheinlich Fett Damage. Blick des Todes. Rettungswurf gelungen. Sehr schön. Der verdammt. Hey, das ist unfair. Das, so haben wir nicht gewettet. Scheiße, jetzt bin ich da oben nicht mehr in Reichweite. Aber die sind auch alle fast tot, die kleinen Viechter. Stufenanstieg mit dem Kampf. Ja, geil. Der Formkampf geiler gewesen, sind wir ehrlich. Ich meine, ihr könnt eh nicht bluten, ne, weil ihr... kritischer Fehlschlag. Dass ich jetzt da runtergefallen bin, ist echt kacke. Sie kann das... Oh Gott. Die slappen mich ja alle. Oh nee. Never a dull moment. Du bist dead. Dann machst du jetzt Hilfsaktion. Hilfsaktion zum Befreien. Ja, wir sind trotzdem bis dahin gekommen. So. Ich hoffe, ich kriege nicht nochmal so viel Damage ab. So, und jetzt ist nicht mehr unverwundbar. Merkurs Präsenz. Tapferkeit der Unterlegenen. Das ist ein normaler Angriff. Ich würde sagen, wir versuchen mal die Kleinen mitzutöten. Noch mehr Level-Ups. Sind alle dead. Und dann. Entkommen. 17.8 Crit.
bedroht. Sehr schön. Ey, aua. Das ist echt unangenehm. So, ihr habt wahrscheinlich wieder das mit dem Radiant. Ne, habt ihr nicht. Aber ich finde die Schutzgasse trotzdem ziemlich stark. Genug Ressourcen. Ja. Beenden wir das mal an der Stelle. Blick der Toten im Schattenherz. Schon wieder. Sanktion erfolgreich. Rettungswurf erfolgreich. Karlach wird geslappt. Und er kriegt dafür Damage zurück. Das ist okay. Nice. Du musst dich mal um das Ding da hinten kümmern dann. Wir haben sie befreit, das kann sie, glaube ich, mitkämpfen. Dame Aelin. Holy! Die knallt immer dieser Präsenz von Mirko aber ordentlich was rein. Apostel ist Mirko, meine ich natürlich. Die knallt dem aber ordentlich was rein. Ich meine, du kannst ja jetzt verstecken, oder? Haben wir da zum Verstecken? Dann einen hinterhältigen Angriff auf dich. Nice. Das ist, glaube ich, ganz gut aufgehoben insgesamt. Du kannst den, glaube ich, mal. Kann einfach auf ihn auch eigentlich. Hast du irgendwelche Resistenzen? Nekrotisch. Okay. Ja, einfach tatsächlich einen AOE auf ihn machen, den er jede Runde abkriegt. Oder ein Hunger von Hadar auf ihn. Jetzt habe ich nur meine eigenen Leute die ganze Zeit mit. Ich will erstmal den hier rausnehmen. Crit? Kritischer Fehlschlag. Ne, nur kritischer Fehlschlag, ne? Er ist ja nicht so cool. Kampfrau Sperrenherz hat sie aufgelöst? Oh no. Weil sie nichts gemacht hat, ne? Slap! 4 bei Beharrlichkeit inzwischen. Geil. Blick der Toten auf Karlach. Jetzt ist Karlach verängstigt auch noch. Die wird aber hart CC'd. Und ist wahrscheinlich auch gleich dead. So wie ich das sehe. Spirituelle Waffe muss ein bisschen sich bewegen, sonst ist die nächste Runde irgendwie dumm. Ah, die kann sich heilen und sich für ihn opfern. Verheilung, I guess. Belohnung des Schnitters. Die haut trotzdem ordentlich rein. Daneben? Kommen noch mehr solche Dinger, ne? Ugh. Ausbrüten, holt noch mehr von den Kampfrausch vorüber. 8 bis 48 Feuer, 45% Wahrscheinlichkeit zu hitten. Weg ist unterbrochen, Weg ist unterbrochen. Wir haben gar keine Option zu hitten. Wir könnten natürlich das machen. Oder wir machen den. Vorne hingehen. Muss ein Futter gegen das Ziel sein. Können wir machen, meine raffinierte Aktion verstecken machen, da sind wir im Vorteil. Und machen wir hier noch einen weg. Bevor wir übermannt werden. Fuck yes. Aber sie kriegt doch Damage. Warum geht dann der Dingens weg? Eine Aktion, sich zu heilen. Boah, hoffen wir, sie schafft noch eine Runde. Wir hoffen, glaube ich, sie schafft noch eine Runde. Nice. Glaube ich, ein guter Hit. Ich hätte die Öle nehmen sollen. Was machst denn du hier oben? Got to press on.
Kannst du sie heilen auf die Inferno? Ich glaube nicht, ne? Verwandlung. Wann verwandelt eine Kreatur in ein harmloses Schaf? Das kann man, glaube ich, auf ihm nicht machen, ne? Ungültiges Ziel, ja. Hätte ich fast vermutet, dass das ein ungültiges Ziel ist. Ich war mir aber nicht sicher, deswegen wollte ich es nochmal wissen. Untote vertreiben trifft nur den. Person bezaubern. Spurloses Gehen. Abbild beschwören. Kann ich nur hier drüben. Segen der List. Furcht. Beschwörung. Achso, beschwöre ein Hüter des Glaubens. Der bewegt sich aber nicht und den kriege ich nicht in die Reichweite. Dö. Bannung. Wann ist hier eine andere Existenzebene? Lenkendes Geschoss. 20%. Das ist irgendwie Quatsch. Machen wir das auf den. Hat nicht so viel gebracht. Sieht schon episch aus, das Ding. So, jetzt haben wir Karlach hier. Die kann ich gerade nicht heilen. Reihe 10 Blitz. Belohnung des Schnitters. Kann eigentlich hier gut stehen bleiben. Bisschen außerhalb. Au. Finger des Todes hat es sogar überstanden. Uiuiuiui. Hätte ihr vielleicht noch einen großen Heiltrank in den Kopf werfen müssen, Carla. Um sie ein bisschen in der Heilung zu halten. Aua, die gehen ja komplett alle auf sie. Dankeschön. Macht's einfacher. So, dann werfen. Achso, werfen ist aber eine Aktion, ne? Hattest aber noch welche, oder? Wie kann ich das nicht trinken? Schnellleiste heften, Gegenstände, eigene. Kannst du gerade nicht selbst heilen. Kalte Knochen, Kante. Oh shit! Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Hatte der Giftresistenz? Ja, schon ziemlich viel. Feuerresistenz hat er aber nicht. Dann machen wir das. Und geben ihm eine. 5 bis 8. 10 bis 22. Der Feuerschaden triggert aber irgendwie nicht, wo wir das gemacht haben. Sie kann nicht regenerieren, ey, das ist natürlich scheiße. Wow, 2 haben getroffen. Ja, RIP. Von wegen 8 bis 48, es trifft halt basically nichts. Kalte Knochen ist hier in der Mitte generell. Oh shit. Das ist natürlich bitter. Dass das in der Mitte generell der Fall ist. Gucken wir von Hadar. Versuchen wir das mal. Den so zu töten. Kann da hinspringen. So, Untote vertreiben. Du bist doch auch untot, oder? 35%. Das ist ja nicht so viel. Aber bei nekrotisch habe ich zwar einen Vorteil zu hitten, aber er hat nekrotisch Resistenz vom Damage, ja. Ja.
Spiegelbilder. Abbildblink gegen eine Illusion an. Der Abstand bis zu 3 Meter von der Illusion seines Angriffs und deine Verbündeten. Angriffswürfe meiner Verbündeten im Vorteil. Schutz vor Energie. Resistenz. Macht einen Ziel resistenter gegen Zaubereffekte und Zustände. Es hält einen Bonus von 1 für Rettungswürfe. So ein Bezauber. Ich versuche irgendwie gerade das zu finden, aber ich habe kein Schild des Glaubens drin. Aber ich kann Hüter des Glaubens jetzt beschwören, der glaube ich hier angreifen kann. Bin mir nicht ganz sicher, warum das so ausgegraut ist. Eigentlich dürfte er jetzt auch kein. Genau, Abseitsangriff, er ist jetzt geblindet. Das macht es sehr, sehr geil, tatsächlich. Weil wir damit allem im Vorteil sind. Und haben trotzdem. Trotzdem ein Fehlschlag. Schattenherz, sehr gut, manchmal Kalach. Ich habe ein paar andere Optionen angeboten. Verängstigt. Bist du nicht mehr verängstigt, der Gast? Ich bin in den Hunger von Hadar reingegangen, aus nicht so smarten Gründen. Okay, du gehst aber auch wieder raus. Na gut. Dann geht das, glaube ich. Mondstrahl. Slap it. Kalte Knochen. Ah, er opfert sich wieder. Scheiße. Fast totes Viech, ne? Lull. Stirbt aber am Hunger von Hadar. Nice. Das hat, glaube ich, nicht funktioniert mit dem Anbieten. Weil das Viech muss, glaube ich, noch von ihm dann angenommen werden. Glaube ich. Das ist doch gut. Kann ich jetzt? Jo, kann ich. Zack. Astarion hat ihn platt gemacht. Den Apostel von Mercool. Der Kampf verlief gut. Impossible. Death cannot take me. I am its master. Oh, sind dir jetzt der Gott, wa? Lord, hear me. I am forsaken. Nee. You have no idea. Ah, das ist der Kragen, den du meintest. Isabel. Ich würde sagen, jetzt stoppt er doch. Mal klar. Also wenn das der Loon ist, dann. Blech. Ich würde die eigentlich nie ungern frei rumlaufen lassen, jetzt wo ich das gesehen habe. Die ist nämlich auch nicht mehr klar bei Verstand. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. The Chosen of Mercol is here. Permanently this time. Also. The stone. It's in his armor. Take it. Achso, ja, die Nethersteine zum Kontrollieren des Gehirns. Nehmen wir noch gleich. Also vielleicht noch ein bisschen looten. Uff, was ein Fight, ey, was denn ein Fight. Wo ist er denn eigentlich? Da drüben, oder? Ja. Ich würde mit ihr nochmal kurz gerne über den Scheiß, den sie gerade gemacht hat, reden wollen. Okay, macht sie nicht. Man darf nicht mit ihr reden. Versionspläne, der große Plan. Lignosaurus. Das absolute Ende, der große Plan, Silbermesser. Hier liegt noch einiges. Okay. Erstmal die Silbersachen mitnehmen. Money, money, money.
Immer. Toilette der Absoluten. Hallo? Wir dürfen das nicht nehmen. Danke. Versionspläne sind, glaube ich, nicht so wichtig, aber die Einladung. Das Komitee der besonderen Patriarchen möchte euch zu einem formellen Treffen in die hohen Hallen einladen, um über kurz- und langfristige Pläne für das wirtschaftliche Überleben von Baldur's Tor zu sprechen. Am 2.12. wird um 12 Uhr mittags ein Essen serviert. Dürfen wir eure Anwesenheit rechnen. Fürst hier hören den Fürsten des Komitees. Problematisch. Das absolute Ende. Unter dem Kult Absoluten seine Gefahren hat jemand die Reaktion gekritzelt. Dieses eilige, heruntergerotzte Gewäsch verfolgt zugegebenermaßen gute Absichten. Der Autor empfindet offenkundig eine gewaltige Furcht vor der Absoluten. Das Problem ist, dass er den Aufstieg des Kultes mit anderen Dingen in Verbindung setzt, beispielsweise mit dem Hitzetod des Universums, der Wiederauferstehung des einäugigen Lichs Vecna, dem starken Anstieg an nekromantischen Exzessen und sogar dem faulen importierten Früchte aus Kult. Der Autor sollte mal ein Schluck Wasser trinken und sich hinlegen. Okay. Im Schreiber Jantus von Elmer Gunning, der große Plan ist in der gesamten Spezies der Gedankenständer verbreitet, der Ehrgeiz, die Zeiten ihrer großen Eroberung durch einen Akt der plötzlichen Massenzeremophose wieder aufleben zu lassen. Das Ältestengehirn würde dadurch eine unerbittliche Armee elitistischer Sklavenkrieger befähigen, mit dem sie all ihre alten Feinde besiegen könnte. Menschen und Humanoide, Gedjanki und Ulitariden. Natürlich ist das wahnhaft und verrückt, Größenwahn von kosmischem Ausmaß, und ich weiß genau, wie wir es zu unseren Zwecken nutzen können. Wir werden den Gedankenmaschinen helfen, ihren großen Plan umzusetzen, jedoch nur auf eine Weise, von der wir profitieren. Die Elitiden werden ihren Kreuzzug der Versklaven bekommen, doch sie werden im Gegensatz unsere Sklaven sein, und wir werden entscheiden, wie, wann und wo ihr großer Elitidenausbruch stattfindet. Genauer gesagt, ich, Gortash, werde diese Dinge entscheiden, denn den großen Plan zu befehligen ist ganz offenkundig eine Aufgabe für einen Baniten. Aber das ist nicht ein Tippfehler. Da sollte nicht Bandit stehen. Das wäre ganz schön traurig, wenn da ein Tippfehler war. So, wir looten noch, dann leveln wir noch und dann geht's hier raus, würde ich sagen. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Moment, aber wir haben hier noch eine Markierung. Achso, Reise auf der Straße nach Baldur's Tor. Ja, wir kommen jetzt wahrscheinlich anders nach Baldur's Tor. Nicht über die Straße, tippe ich mal stark. Nur so ein Gefühl. Messstufe 8, glaube ich. Ne, Stufe 9 schon. Holy moly. Passive erhalten schauerliche Anrufe. Wir kriegen einen Zauber. Stufe 5 Zauber. Person beherrschen. Kämpfen, wann immer die Kreatur Schaden leidet, führt sie ein weiteres gegen die Beherrschung. Die Bünde können nicht unterworfen werden. Monster festhalten, Telekinese, weil eine Kreatur oder ein Gegenstand mit reiner Gedankenkraft bis zu 18 Meter weit. Während pro Zug kannst du Telekinese einsetzen, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Was? Einmal pro Zug kann ich Telekinese nutzen, ohne einen Zauberplatz zu nutzen? Das ist doch super gut, da kann ich einfach alle Leute, kann ich einmal pro Runde ein Viech irgendwie in den Abgrund runterwerfen. Holy shit. Tier beherrschen, Fluch, Gegenzauber. Das hört sich super gut an. Schwere Gegenstände bewirken mehr Schaden. Wirf eine Kreatur oder einen Gegenstand mit reiner Willenskraft bis 18 Meter weit. Einmal pro Zug kannst du die Genese einsetzen, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Let's try. Mir geht noch eine schauerliche Anrufung von unserem Tybi, von unserem. Ja. Das Ergebnis ist Chaos. Du kannst mit einem Hexenmeister-Zauberplatz Elementar beschwören wirken. Du kannst den Zaubersprung verbessern wirken. Du kannst mit Toten sprechen wirken, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Du kannst mit einem Hexenmeister-Zauberplatz Verwirrung wirken. Du kannst mit einem Hexenmeister-Zauberplatz Verwandlung wirken. Hexenzauberplatz verlangsam wirken. Mit einem Hexenzauberplatz Fluch wirken. Magierus nicht selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Die Magierus erhöht deine Rüstungstaste, wenn du keine Rüstung trägst. Schwöre, dann wird ein Schaden deines Schutzpatron und bist enttäuschen und überzeugen geübt. Das bin ich aber schon. Und ich glaube, das stackt immer noch nicht. Der Bonus dann. Teufelssicht, dunkel, teuflische Tatkraft. Du kannst falsches Leben als Zauber des ersten Grades selbst wirken. Maske für ein Gesicht kann selbst wirken, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Den Schatten verschmelzen, kann den Schatten verschmelzen wirken.
Wenn pro langer Rast kannst du mit einem Hexmeister das Verderben wirken. Verderben zieht auf bis zu 3 Kreaturen. Sie erhalten einen Malus von für ihre Angriffswürfe. Ich glaube, ich bin tatsächlich bei der Teufelssicht. Weil mich immer noch nervt, dass es häufig im Nachteil bin, weil Sachen zu dunkel sind. Deswegen werde ich die, glaube ich, nehmen. Die anderen Sachen bringen mir gefühlt entweder relativ wenig. Oder, nee, Moment, eigentlich müssen wir die Selbstverkleidung nehmen, weil wir sind ja ein Täuscher. Ich könnte meine äußerlichen Merkmale auf magische Art verändern. Immer wieder, also kann das generell nach Belieben wirken. Und mich verkleiden. Als Täuscher, Hexenmeister? Probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Zauber ersetzen haben wir jetzt auf jeden Fall, weil diese blöden Edward-schwarzen Tentakel sind völlig beschissen. Die Frage ist, was nehmen wir jetzt dafür? Wir könnten zum Beispiel noch Monster festhalten benutzen. Wodurch wir automatische Crits bekommen. Wenn wir in der Nähe sind, Personen beherrschen. Dunkelheit, Krone des Wahnsinns. Geisterhafte Kraft, höllischer Tadel. Oh, rascher Rückzug. Ich glaube, ich nehme Monster festhalten. Oder Personen beherrschen. Geht aber nur auf Humanoide. Aber damit kann man halt... Ja, wenn wir Personen beherrschen. Passt zu meinem Täuscher-Ding. Wern. Aber noch ein paar jetzt. Stufenaufstieg. Stufe 9 Schuchtgär. Unterklassenmerkmal. Magischer Hinterhalt. Solange du getarnt bist, sind deine Ziele bei Rettungswurf gegen deinen Zauber im Nachteil. Aha. Zauber ersetzen. Verschwimmen. Haben wir nicht benutzt. Chromatische Kugel. Taschas Gelächter. Frage ist, was würden wir davon nehmen? Ich glaube, das können wir so lassen. Er fühlt sich relativ nützlich an. What's next, I wonder? Klerikerin Stufe 9. Mehr Stufe 4 freigeschaltet und Stufe 5 freigeschaltet. Wir können Zauber mitnehmen. Ansteckung. Füge ihm möglicherweise eine Krankheit in der Wahl zu. Gut und böses Bahn, Aberration und Untus sind bei Angriffswürfen gegen dich im Nachteil. Du kannst außerdem Verzauberungen brechen, die Verbündete besetzen, bezaubern und verängstigten. Okay. Flammenschlag. Uff. Uff. Eine Säule aus göttlichem Feuer donnert aus dem Himmel nieder wie der Zorn eines beleidigten Engels. Vollständige Genesung. Insektenplage. Massenwunden heilen. Die ich und Firmin in der Nähe heilt. Bindung der Ebenen. Ziehe auf eine andere Welt die Kreatur und verbinde ihr Bewusstsein mit deinem. Sie folgt dir und kämpft als dein Verbündeter. Wir nehmen mal den Damage Booms. So. Mehrere Zauber kommen natürlich. Upsi. Ich lerne nicht nur einen. Ja, den haben wir schon ausgewählt. Perfekt. Hüter des Glaubens, Verbannung. Ja, lassen wir erstmal so. Well, well, well. Und bevor ich das hier mache, muss ich noch aufs Klo. Sorry. Hopp, hopp, bom. Passivverhalten, Tierherz aktualisieren. Ja, Tierherz aktualisieren wollen wir nicht, da mag ich das schon. Und sonst hat sie hier bekannt, du hast trainiert, schnell und präzise zuzuschlagen. Bei einem kritischen Treffer landest, würfelst du den normalen zusätzlichen kritischen Würfel noch mit einem weiteren Schadenswürfel. Ich wüsste gar nicht, wo mache ich denn eigentlich hier Multiclassing und sowas? Achso, hier. Ah. Hab ich irgendwie immer ignoriert, dass hier ein Button ist. Immer ignoriert, dass da ein Button ist. Jetzt gehen wir auch all the way. Wir machen Mono-Classing in unserem Playthrough. Alright. What's up? Einfacher. Macht's einfacher. So. Don't waste a step. We ready? Ach, Moment, wir müssen hier was mitnehmen. What's inside? Ein Nesserstein.
Die ganze Rüstung nehmen wir nicht mit. Das wäre auch eine awesome Rüstung wahrscheinlich. In death, the body is cooling. But energy radiates from the stone. Ja, da kommt unser Wächter jetzt angewächtert. Ja. Remarkable. Truly. Now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. Puppenspieler wurde zur Marionette. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Und doch irgendwie alle wieder Menschen. Ich bin hier, weil ich das Heim gesucht habe, aber vergeblich. Ja, kein Heilmittel gefunden. Perhaps not a cure, but you've found the source of your infection and the reason for its abnormality. Das stimmt. Crown atop the Elder Brain. Its markings suggest it was forged in Netheril. An ancient empire whose mastery over magic rivaled that. Stimmt, das war schon mal Thema. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasites, I dare not imagine what it is doing to the brain. Okay, stimmt, die Magie war schon mal Thema. Die Nesserile haben versucht, gottgleich zu werden, genauso mächtig zu werden. Ich glaube, dafür haben sich die Götter vereint und sie niedergeschlagen und das Reich für immer vernichtet. Ne, da war sowas. Wisst ihr, wer unsere Feinde sind? Das wissen wir sogar. Kathrika ist im Kampf verwandelt. Wer I believe you fought and defeated an avatar of Merkel, the god of necromancy. A remarkable feat. Kathrika was Merkel's chosen. I know Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. He is a worshipper of Bane, the god of tyranny. Okay, the other is a mystery to me, but the way she spoke, it's most likely she follows Baal. Drei böse Götter. Geil. Which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are chosen of the dead three. Also wieder Toten drei. Bane, Baal and Merkel. The tyrant, the assassin and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. Wir haben einen geplatt gemacht. Together, mehr oder weniger. Controlling an Elder Brain. Ich will darüber reden vor allem. Ja, gibt es überhaupt Hoffnung, wenn die Götter die Hand im Spiel haben? Ich wollte doch nur meinen Parasiten loswerden, nicht mit Göttern kämpfen. But this is the only way. This is the battle of our lives. And the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Da müssen wir jetzt wohl auch hin. In the city, an Elder Brain brimming with power. Ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods Chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Aber warum sollte das Elder Brain nicht trotzdem die Leute verwandeln? Slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. Also, I will be your shield. But you must be the sword. Ja, werde ich versuchen, aber. When the strike comes, you must take it. For there may only be one chance. 27 XP. So. Das kommen wir schon mal ans Lager. Ups. Du warst nicht gemeint. Aus Waren. Ich bin ein Vollidiot. Hä? Ach, ist das in dem blöden Rucksack, ne? Das alles wollen wir ans Lager senden. Da wollte ich hin. So, dann haben wir einen Hammer. Das ist was für Karlach.
Dann haben wir ein fettes Schild. Du hältst einen Bonus für deinen Zauberrettungs-SG und deinen Zauberangriffswürfel. Das ist eindeutig was für Schattenherz. Zerknüllte Notiz. Papa, ich liebe euch. Alles Liebe von Is. Okay, Isobel ist auf jeden Fall die Tochter von Catherine. Na geil. Umarmung des Vollstreckers. Sehr seltene, schwere Rüstung. Jeder erlittene Schaden ist mit 2 verringert. Unergiebigkeit des Schnitters. Wenn aktiviert, kannst du nicht gegen deinen Willen durch einen Zauber oder eine Aktion bewegt werden. Bist aber bei im Nachteil. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Heulende Toten. Zaubertrick. Heulende Tod stößt ein magisches Heulen aus, das alle Kreaturen in der Nähe betäubt. Weiß gar nicht. My faith will guide me. Hat sie inzwischen. Doch, sie hat inzwischen schwere Rüstung. Schienenpanzer plus 2 hat sie aber. Nimmer. Nimmer Schattenherz. So. Na dann. Würde ich sagen. Portal zur Oberfläche. I've been thinking on all that you learned. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Offenbar dient er Bane, wie Catherine Mirko diente. Wer weiß, welche Kräfte er gewonnen hat, seit ihr ihn kanntet. Schon Gortash hat sie irgendwie verkauft, verraten, irgendwie sowas war das. I'd never have protected a Baneite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. Oh. Halt wohl eine Freundschaft gewesen. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's genau. Looking to ruin verkauft. The entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Kann man einrichten. Bin ich dabei. Tun es gemeinsam, was auch nötig ist. Can't get away with what he's done to me, to us. He won't get away with it. Ich finde schon gut, dass sie eine Adamant-Panzerung trägt. I'm so tired. Das passt schon sehr, sehr gut. Moment, das haben wir hier irgendwie. Ah? Okay. Wir müssen jetzt wieder mit Leuten reden. Ich würde sagen, wir sind heute am Ende angekommen, liebe Leute. Weiter geht's dann morgen Vormittag. Wenn ihr noch nicht gefollowt habt, würde ich natürlich über ein Follow freuen, weil heute ja doch ein paar neue Leute dabei waren. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es das für mich heute gewesen. Ansonsten bin ich raus. Ich muss jetzt noch ein bisschen Reis aufsetzen, weil ich bin natürlich, wenn sie 12 Stunden Stream hat, dafür verantwortlich, dass wir Essen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Samstag.